So, Freunde, guten Morgen für alle Spätschläfer. Hallo, wie geht's euch? Alles fit? Wir starten diesen Stream genau an der Stelle, wo wir letztens aufgehört haben. Guck dir das mal an. Ne? Genau an der Stelle war letztes Mal die Lostigkeit bei mir auf 900.000. Also wirklich auf over 9.000. Aber ja, wir sind wieder da und heute werden wir mal durchziehen. Heute werden wir mal dastehen und heute werden wir für nationale Sicherheit statt für Unsicherheit sorgen. Genauso ist der Titel. Richtig unkreativ eigentlich, ne? Richtig unkreativ im Gegensatz zu dem, was ich letztens da wieder fabriziert habe. Aber ja, ich dachte mir, ich muss diesen Stream, ja, müssen wir wiederholen. So, weil letzte Stunde hat mir nur eine Stunde. Letzter Stream hat nur eine Stunde Action von nationaler Sicherheit. Deswegen, ja, was soll man sagen? Wir sind da. Ich klatsche mir mal. Wir machen mal so anfängliche Kurt-Nerven. Das ist auch eine gute Idee. Vielleicht haben wir. Heute ist ja mit dem Kind da, was ich weiß. Vielleicht gehen wir heute ein bisschen auf den Sack. Das wäre nämlich mit als Kind ist sicher lustig, wenn wir ein bisschen auf den Sack gehen. Mal schauen, was passiert. Mal schauen, was der Abend so bringt. Ich freue mich, dass ihr aber alle da seid. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und ihr seid alle entspannt und frisch. So. Diesem, ja, festlichen Ereignis am Dienstagabend. Warte mal hier, scheiße. Ich brauche mal mein Dienstfahrzeug. Bin ich heute alleine im Homeland-Dienst oder habe ich heute noch einen Kollegen? Keine Ahnung. Vielleicht ergibt sich ja, vielleicht sehe ich ja dann so spontan, wenn die ersten Einsätze reinflattern, dass er vielleicht auch andere Herrschaften damit sind. Damenschaften kann ich nicht sagen, wir haben noch keinen. Keinen weiblichen Admin außer Schandl. Aber Schandl ist halt nicht da, sagt man so. Theoretisch gesehen. Könnte ich gar nicht sagen. Ja. Aber dafür ist das Support-Team, muss man sagen. Die Frauenquote im Support-Team ist dafür umso besser. Ja. Admin nicht, aber Support dafür. Muss man mal sagen, ne? Für die Statistik, Baba-mäßig. Könnte man schon sagen. Bei uns ist die Frauenquote gefördert. Auf jeden. So. Gott, Alter. Was springst du mir da ins Gesicht? Aber sowas von. Meine Güte. So. Letztes Mal um die Zeit, wo wir da reingekommen sind, wegen der nationalen Unsicherheit, haben sich die Leute schon richtig angeschissen. Also da war schon brennender Hut. Da war schon richtig Gefahr im Vollzug, war da. Heute ist es noch eher entspannt. Ich muss aber, ich nutze die Zeit mal, diese ruhige Zeit. Wie war der Sprung mit Kurt im letzten Livestream, O'Neilly? Der Sprung mit Kurt, absolut beschissen. Absolut beschissen. Das ist aber ein guter Ansatz. Ich werde das jetzt nämlich mit dem Auto mal versuchen. War nämlich immer Beifahrer und dann hat es mich in diese Wand reingedonnert. Ich habe dann nach dem Stream noch einmal geschaut bei Kurt. Das sah es ganz anders aus. Jetzt mal for real. Bei Kurt sah es ganz anders aus wie bei mir. Bei ihm sah es so aus, als ob ich 2 Sekunden nach ihm ausgestiegen bin und dann ins Wasser geknallt bin. Aber wie man bei mir gesehen hat, wir sind gleichzeitig ausgestiegen und mich hat so voll in die Auswand reinpfeffert und ich konnte nichts machen. So eine Scheiße. Aber Freunde, ach, ich war falsch. Dankeschön. Wir haben übrigens die 136.000 Abonnenten erreicht vorhin. Mich Schatzi darauf hingewiesen. Das ist ein Meilenstein, Freunde. Dankeschön für euren heftigen Support. Also, ich weiß nicht, wie lang es jetzt her ist, aber da haben wir mal die 100k erreicht. Dass ich jemals in meinem Leben 100k erreiche, hielt ich schon für echt wahnsinnig übertrieben. Und jetzt sind es schon 136.000. Also, Kuss geht raus an jeden einzelnen von euch hier. Für euren heftigen Support. Das ist einfach Wahnsinn, wie die Community immer noch weiter wächst. Denkt mir immer schon, wir sind jetzt schon so am Zenit angelangt. Aber sind wir wohl doch nicht. So, ich habe immer den Tuning-Chip. Oh. Ja. Okay. Das, meine lieben Freunde, war... Das war es komplett.
Das Auto ist auch komplett im Arsch. Perfekt. Another one. Wir müssen es einfach nochmal probieren. Erster Versuch für die Tüte. Erster Versuch absolut für die Tüte. Aber ja, Freunde, wenn ihr mich bei meiner Reise hier begleiten wollt, lasst gerne kostenlos ein Abo da. Würde mich mega freuen. Und haut natürlich auch auf den Like-Button. 21.05.2021 war das. Ach, heftig. Das ist eigentlich schon 2 Jahre her. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass es hier auch so einen Pfahl gibt, den man hier beachten muss. Was ist denn das? Schaut jetzt. Alter, das war ein Neckbreak. Gut, dass ich da damals nicht gefahren bin, Alter. Meine Erfolgsquote lässt zu wünschen übrig. So, ich brauche jetzt stimmige Musik. Okay. Another one. Ich denke, ein fliegender Homeland Charger. Weiß da draußen, jetzt, da drüben jetzt irgendjemand vorbeifährt, wird sich so denken, so was. Jetzt aber. Gut, ich komme nicht ansatzweise so weit. Oh! Ich habe auch nicht den Anlauf. Aber okay, ich brauche da definitiv... Aber jetzt weiß ich zumindest schon mal den Winkel. Ich weiß zumindest jetzt mal den Winkel. Ist ja alles nicht so easy. Das Ding ist, mehr Anlauf, aber mit dem... Ah! Mit diesem Boost da die ganze Zeit. Das Auto dreht so durch, ich brauche ein anderes Auto. Ich nehme mal den Pagani. Wer ist der? BC, glaube ich, heißt er. BC1. Ja! Haha! So, probieren wir mal mit dem Pagani. Der hat mehr Standfestigkeit. Das ist das, was hier gebraucht wird. Ah, hat er doch nicht. Ah. Ja gut, er hat schon mal mehr Power. Er hat schon mal definitiv mehr Manpower. Gehen wir rein. Ich will nur nicht, dass er überdreht. Das ist die Scheiße mit diesem. Ui! Okay. Das hat perfekt gepasst. Okay. Geil. Passt. Dann probieren wir das nochmal. Diesmal, also ich habe keinen Fallschirm. Malaga verstehst, Alter, ich habe keinen Fallschirm. Wo kriege ich ihn jetzt? Push habe ich. Brauche aber einen Fallschirm. Gut. Einmal Richtung Walmart. Oder kann ich, ja, vielleicht habe ich, was ist denn? Give Weapon, müsste das sein? Was ist denn ein Parachute? Lacht es mir jetzt nicht aus, wie ich Parachute schreibe, okay? Urus mit Chip. Matze. Ich mach's mit Pagan. Urus. Warte mal. Para. Okay, ich hab den richtig geschrieben. So eine Kacke. Jochen der Rochen, Durchsage auf der Titanic. Hiermit nominieren wir alle Passagiere zur Ice Bucket Challenge. Das haben die Insassen damals bestimmt auch genauso lustig gefunden. Dankeschön für diesen absolut krönendollen Witz. Kriegst du was von mir? Und Dankeschön für 15 Euro mit Überweisungsgebühr. Ich Matze beobachtet nur von wo. Wir machen es einfach ohne Fallschirm, weil für YOLO. Whee! Oh nö! Ah! Oh, es geht sich aus. Ui! Der war epic. Wo ist das Auto jetzt? Ah! Hi! Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich gerockt, aber sowas von. Mit Pagani. Mit Tuning Chip. Es funktioniert. Bisschen Übung. Bisschen Übung macht den Meister. Aber ja, wir sind da vorne. Da vorne ist irgendein Unfall passiert. Markus hat es aus der Kurve gehauen. Den hat es komplett aus der Bahn geschmissen.
So, in der Zwischenzeit logge ich mich mal ein, damit ich mitkriege, was das LAPD so zu meckern hat. Ja, also, das war gerade perfekt, Freunde. Ich würde sagen, für das machen wir mal hier eine kleine Nuklearus. Das war mindestens eine 30er Streak. Also das, meine Lieben, war mindestens gerade eine 30er Streak wert. Das war gerade spitze. Das ist nur tonight in einem Mission. Ui. Servus. Hat mal Robins Kettenbüro kommen. Fröhlich. Da drüben ist SWAT, das. Digga, das ist brutalstes. Das ist brutalstes war Oberschenkeltraining. Glaubt's mir. Freunde. Das, probiert das mal in real, ne? Wenn ihr straffe Schenkel haben wollt, ohne richtigen Knackarsch und alles mögliche, macht's das. Jeden Tag steigern mit einer Minute. So lässt sich der Geburtstag gut ausklingen. Schön im Garten sitzen und deinen Stream schauen. Viel Spaß beim Streamen. Ey, Gibi. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, ne? Wie jung wird er? Wie jung wird er? Auf jeden Fall alles Gute. Und Grüße an die Runde und viel Spaß beim Schauen, ne? Im Garten. Nein, war ein Scherz, kannst du mitfahren. Spaß. Ist fertig? Ja. Er kennt das Haus? Das ist ein Dankeschön. Viel Spaß. Ich frage mich, ob man das Ding. Nicht so gut läuft. Ich frage mich, ob man dieses Ding aufbocken kann. Frage ist, hast du mich schon eigentlich wieder freigegeben? Ja, positiv. Das wäre nämlich lustig. Müsste mal warten, bis er irgendwo hinfahren, dann bocken wir es ihm auf. Bis sie jemand weint. 32, ja. Stolzes Alter. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass du alt bist, aber... Man muss ja jeden Tag dankbar sein, dass man überhaupt schon so weit gekommen ist. Man denkt sich mal zum Beispiel, man nimmt her irgendein Elektronikgerät. Wenn ein Elektronikgerät heutzutage 4 Jahre alt wird oder hält, denkt man schon, boah, es hält lange durch. Und denkt ihr so, dein Körper hält schon 32 Jahre durch. Das ist eigentlich, wenn man sich so überlegt, heftig, oder? Karl-Heinz ist gerade. Und damit ist man noch immer jung. Golfkart am Mechaniker rausgefahren Richtung Nazio. Oh, der hat keinen Sichtkontakt mehr. Richtung Nazio. Bruder, das ist aber ganz. Ganz wild. Daneben. Oh, das LAPD ist schon informiert, dass der Kurt. Dass der Kurt da anscheinend gerade. Jo. Kannst du eine Verfolgung mit dem PD-Civic machen? Ja, mal schauen. Mal schauen, was der Abend heute noch so bringt. Eigentlich sollte ich ja heute für Sicherheit stehen, statt für Unsicherheit. Deswegen gehe ich mir ein paar. Weil ich eine schlechte Zeit hatte beim AMR-Bewerb und diese Bewerbung zurückgezogen. Dann haben die, und dann wegen der Bewerbung haben die dann rausgeschmissen. Dann haben die intern gegen mich ermittelt, hinter meinem Rücken, und mich dann rausgeworfen. Alter, so ist das passiert. Was sind das für Schweine? Also, klar, ich fände es auch schade, wenn sich mein Leute bei einem anderen bewerben, aber in der Interne deswegen? Wir haben intern gegen mich ermittelt, hinter meinem Rücken, ich wusste davon nichts. Pfeift da hinten der Vogel, oder was? Vorne sich hier, ja, hey, cool, bist du da, schöner Dienst. Ah, da hinten pfeift einfach der Vogel. Ja. Oh, Alter. Das... Führung halt. Das ist mies. Das ist echt eine miese Brise. Und da haben sie mich rausgeworfen. Du bist bei den Stadtwerke gelandet. Ja. Ich war ja früher auch davor. Für eine Woche da. Da war es auch eine komplett andere Führung. Also ich sag... Da werden wieder ganz relevante Themen besprochen. Das ist ein Officer... Das ist ein Officer, der wartet, bis jemand anbaut. Oder tut er jemanden observieren? Hat er was gefunden? Ihr wisst ja, Freunde, ich bin ja blind grundsätzlich. Also blind, was Pflanzen betrifft. Ich sehe die Dinger nicht. Er entscheidet aber genauso wenig.
Der hat einen Vogel. Nicht wortwörtlich. Nicht wortwörtlich. Er hat nämlich wirklich einen Vogel. Davon mit dem 1096 am East Highway kurz vor der Abfahrt Richtung East Highway mit einem Ferrari, LaFerrari mit dem Kennzeichen Bridge Abstand AF. Rasch zusammen, bitte. Direkt, Joel. Ja, du weißt, dass ich das Auto lieber hier stehen lasse, als dich fahren lassen, weil ich wieder 10.000 einfach erstmal negativ, aber doch, kommt mal bitte eine Einheit dazu, das handelt sich um eine Führerscheinabnahme. Aha, die Führerscheinabnahme. Schau schon, wie er da herrudelt. Wo kommt denn er her? Matthias Schmidt, komm. Also jetzt heißt er Hübner. Guten Tag zusammen. Die Führerscheinabnahme, hallo. Freunde. Könnten wir das einmal so machen, dass ihr einmal kurz zum Fahrzeug kommen und wenn wir hier rüberkommen? Eigentlich bin ich doch bekannt, nicht abzuhauen. Bin ich jetzt. Ist richtig? Genau. Perfekt. Ich würde trotzdem durchziehen, Digga. Zwei off so cross und dann noch so eine Highspeed. Oh ja, ich hab noch richtig auf den Tag. Einmal durchtreten, oder? Und weg ist er. Ist ja nix. 130. Ab einer doppelten Geschwindigkeit der Führerschein entzogen wird, Herr Jai? Ja. Okay. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie sind 264 km/h gefahren und dort mit gemessen worden, sind wir dann beim Doppelten? Also einen Doppelten hätte ich gerne nach meiner Schicht heute, aber ja, auch geschwindigkeitstechnisch. Ja, war geil. Kuss. Okay, das heißt, ich werde einmal Ihren Führerschein entziehen. Sie bekommen ein Bußgeld in Höhe von 5.000 US-Dollar von mir. Ja. Wenn Ihr Bekannter bei Ihnen im Fahrzeug Führerschein hat und von Ihnen die Erlaubnis... Ich darf nicht fahren. Wissen Sie, was das Problem ist? Der hat einen Führerschein, aber der kann nicht fahren. Der hat gar keinen Führerschein verdient, verdammte Scheiße. Ich wurde operiert auch, also lass mich. Ah, okay. Okay, Herr, ja, ich mach einmal kurz den Bußgeld. Beste fertig, Truppe mal wieder. Tja, so schnell geht's. Mit den neuen Gesetzen in Österreich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch in Kraft getreten ist, aber manchmal sind, kenne mich manchmal nicht aus, manchmal ist ein Gesetz in Deutschland... manches ist gleich in Österreich, Deutschland und manches ist komplett wieder anders. Aber bei uns in Österreich darf man jetzt, wenn man, ich glaube, die Geschwindigkeitsbegrenzung, also kommt drauf an, wo man ist, um 80 km/h überschreitet. Das heißt, du fährst zum Beispiel in der 30er-Zone, fährst du 110 km/h oder 111 oder im 100er fährst du über 180. Dann darf dir die Polizei an Ort und Stelle dein Auto wegnehmen. Das ist jetzt in Österreich so. Ja? Also da theoretisch, ne? Da 134 war er drüber. Bei uns in Österreich Krise. Ein LaFerrari abdrücken, oder? Das wäre Krise. Ein LaFerrari einfach mal. Abdrücken, oder? Ich darf noch immer nicht fahren. Du fährst das automatisch, jetzt soll ich nicht runterfahren. Henry on fire, dankeschön. Du bist VIP werden. Grüße an dich und Vivi. Ja, dankeschön. Ich hab einen Führerschein. Die wird sich bestimmt selbst noch bei dir bedanken. Sie ist ja irgendwo in der Nähe. Irgendwo schwirrt sie herum, die Dame. So. Lincoln 53 hat das Go-Kart-mäßige, glaub, mit einem kleinen Kind drauf. Am Hauptplatz. Ja. Jetzt geht's los. Ja, es ist ein kleiner Junge. Dass sich die Leitner drauf pflanzt. Blond.
blond oder braun? Ja. Ja, blonde Haare, das wird Karl-Heinz sein. X-Ray 26 hatte das ja gerade schon am Funk durchgegeben, dass Karl-Heinz. Gibt's eigentlich mehr Mods als dich, Vivi? Weil ich sehe ihn an Mod. Ja, gibt's mehrere Mods. Nur. Edward 24 mit der Kennzeichen in Frage. Ja, Vivi ist ja meine Freundin, mein Schatzi, und ich sag ihr immer, sie muss nicht da sein, aber sie genießt anscheinend die Zeit hier im Stream und will mich halt unterstützen, deswegen ist sie immer da. Und die anderen Mods, die sind auch immer da oder halt meistens da, aber die haben halt ja Privatleben und so, was ja auch absolut vorgeht. Ich würde dann nie was sagen. Frage, wo ist das Go-Kart? Ja. Und außerdem ist Sommer, Freunde. So. Das ist im Winter ist halt auch, da sitzt er vom Fernseher daheim, so. Und im Sommer ist halt, machst halt Dinge, so. Außer ich, der genießt es, wenn man streamt, so. Oder einfach daheim ist, so Zeit den Liebsten verbringen. Irgend sowas halt. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Könnten Sie mal nicht so dicht folgen? Ich krieg Angstzustände. Danke. Ja, nee, anhalten. Ja, nee, anhalten. Stop 1, 1086. Tja, Hammer, jetzt muss er mal rechts raus. Hauptplatz direkt. Ja, jetzt kommt gleich das Ganze. Immer mit der Fahrt. A fucking Wazel, der Gefangene. Es ist Twisted Sail 1, aber. Schau, wir sind einbauen. Linken 53, 1086 mit einem Go-Kart. Es ist kein Go-Kart, das ist. Das ist, wenn man nicht mehr gehen kann. Das ist so ein alter, das ist so alte Herren, wenn du einkaufen. Ein Rollator oder was? Genau, so ein Rollator-Scooter-Ding. Weißt du, ich meine? Ich hab's gehört. Wo denn das Ding schon gehört? Doch immer irgendwas Neues. Wie hieß denn damals der Spawn-Name von dem Scheiß-Ding? Ich hab's mal. Guten Tag. Guten Astrid, bitteschön, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie einen Führerschein? Braucht man für sowas einen Führerschein? Naja, hat das überhaupt erstmal eine Zulassung für die Straße? Das ist, wenn man nicht mehr gehen kann. Das kriegt man ausgestellt, wenn. Also wenn theoretisch dürftest du damit nicht auf der Straße fahren. Das ist eine Verkehrsbehinderung. Okay. Ich habe letzte Woche beide Beine angestaucht. Ewig fahren. Ja, haben Sie dafür einen ärztlichen Nachweis, dass Sie. Wir können jetzt mal zum Bahn fahren. Und dort einmal abchecken. Vermutlich ist ein Pickup Offroad in das Gelände reingefahren und aber nein, also meiner Auffassung nach sind so Behindertenroller nicht anmeldepflichtig. Aber ich sollte vielleicht eher auf dem Bürgersteig damit fahren. Wir waren gerade schon in dem Wald drin, war, ich komme gleich. War vorerst okay. Nicht alles supi-dupi. Jetzt kommt dann die Diskussion. Alles supi-dupi, okizi. Saft mit Brezi. Oh, jetzt hätte ich gern Saft mit einer Brezel. Da gibt so schöne Brezeln. Das redet er weiter. Eine Brezel. Das wäre jetzt auch lecker. Sonja, servus. Warte mal. Gucke mal hier. Von gleich eine Verkehrsanhaltung am Füssen, bitte zweite Einheit 300 km. Ah, der nächste Führerschein weg. AMG Black Series. Edward 24 wird responden. Am Prison. Da war Jay-Z, aber nicht CJ. Wann ist dein Eintreffen? In circa einer Minute. Das war doch fröhlich. Ja. Was für am. Ich finde nicht beim Prison. Da drüben. Dark King. Hau doch ab. Komm, Bro, hau ab. Zieh durch. Dann haben wir wieder lustige Verfolgungsjagd. Wie er anbrennt. Matze 2.0. Er hat keinen Bock. Ehrenmann! Ehrenmann, Digga. Er zieht durch. Freunde, es wird Zeit. Ja, Massi bekommt Schmerzen die ganze Zeit schon. Ja, check this. Ja, der PC. Ja, der ist das Einsatz. Für die Tour ist von der Backup hier mit dem Tod. Ey, yo, Leute. Da ist er. Vielleicht für eine Einheit. Da ist er. Ok,
Okay, der Chat. Der Chat kommt gerade mit CJ. Alter. Code 4, fahrt mich nach vorne frei. Was ist da gerade passiert, sag einmal? Ich muss jetzt eine Viertelstunde warten, ich bin dann gleich da. Sag einmal, was ist denn da eigentlich gerade passiert? CJ! Zur Information, da vorne hat... What in the fuck's name are you doing? What in the fuck's name are you doing? Ein ganz dickes F für den Bre bitte in den Chat. Ein ganz dickes F an der Stelle. Was ist denn da passiert? Was ist da passiert? Ja, Freunde, darauf ein Like. Ah, oh, mein Kopf. Ihr Kopf, ihr kriegt die Scheibe selbstständig runter. Dieses, glaube ich. Ja. Aber die ist schon draußen, alles gut. Die ist draußen, ja. Also die Fensterscheibe ist bereits in meinem Gesicht gelandet. Ich habe eine fette Platzwunde links hinten beim Ohr. Sag mal, hat heute eigentlich wieder Superchat Problems? Ich lege meinen Stiffneck an. Durch den Stiffneck können sie. Ich glaube, es ist wieder so weit, dass YouTube und Tipi-Stream, was jetzt eigentlich so lange miteinander problemlos funktioniert hat, heute wieder zoffen. Kann das sein? Ich krieg keine Superchat-Einblenden. Weder die von Gibi kam rein, noch von Henry. Ach, Tipi-Stream. Oder YouTube, irgendeiner hat gerade wieder einen Knoten drin im Hals. Das haben wir gesehen, aber ich kriege da jetzt meinen Druckverband an. Ich hätte jetzt gedacht, das wird jetzt eine epische Verfolgung sein. Fröhlich freut sich. Er ist ganz schön fröhlich. Schau, wie er da steht. Ja. Master of Disaster ist sein Name. Dann würde ich Sie einmal bitten, die Mulberry. Robert, servus Andl, kannst du bitte mal Jenny Engelchen. Auch Jenny A sagen. Oha, ich wusste gar nicht, dass da Garage drin ist. Habt ihr das gewusst, dass da in dem Haus eine Garage drin ist? Epic. Schade, das wäre jetzt lustig, wenn sie sich überschlagen würde, dann gehst du auch. Jenny, ey. Okay, das ist epic. Ich habe das nicht gewusst, dass dieses Haus da auch so eine begehbare Garage hat. Das ist geil. Das haben manche Häuser haben das und manche haben es. Und die meisten haben es nicht, aber manche haben es da. Robert, Dankeschön für 1,07 €. Geht jetzt hier in die. Also ne. Och, Jenny, ey. Sie freut sich. Robert, Dankeschön für deinen sinnvollen Beitrag da, um wieder Leute ein Lächeln ins Gesicht zu saugen. Gotzi, Dankeschön für 1 €. Test Tipi. Dankeschön. Tipi-Stream kam an. Superchat ist im Chat. Dankeschön für 2 € Superchat, aber die Einblende kam noch nicht. Die kamen noch nicht. Vielleicht kommen die auch in 10 Stunden erst. Nächsten Stream dann. Kotzi, der Tester. Bester Tester. Beste Tester. Warum muss es den Dude auch so schnell aus der Bahn hauen? Das darf doch nicht wahr sein. So, ich muss jetzt darauf warten, dass ich kurz sein Ding einmal aufbocken kann. Düst er noch immer einfach sinnlos in der Gegend herum? Fahren wir zur Pizzeria. Okay, er fährt am Gehsteig. Er fährt ziemlich schnell am Gehsteig. Aua! Ihr
liegen Bäume im Weg. Ja, Kurt könnte aber einfach nochmal ranfahren und irgendwo reingehen, sich was zu essen holen. Währenddessen wird sein Auto definitiv oder sein Gefährt definitiv aufgebockt. Schau, wie die Leute jetzt abzieht. Schau, wie durchzieht. Kommst du mit No-Clip fast nicht nach? Wie schnell fährt das Ding? 200? Im Rollator 200 fahren, stellt euch das in echt vor. Also Freunde, da ist Schicht im Schacht. Die kleinen Radeln, die wird's zerfetzen. Gott, ich muss dich enttäuschen. Die Superchat-Sachen kommen heute nicht. Die kommen heute nicht, wie erwünscht. Die Spendeneinblende von YouTube hat keine Lust zu arbeiten, ja. Ich weiß nicht, ob das nur auf Superchat ist oder ob das auch auf VIP ist. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur nicht, dass sich da heute jetzt jemand erwartet, irgendwas. Da kommt was und dann kommt die scheiß Einblende nicht. Da fühle ich mich echt immer scheiße. Er hat einen Tuning-Chip drinnen. Ach so, ja dann. Ist ein kleiner Cheater. Hat er einen Cheater? Damit meine ich aber nicht den Gepard. Ich warte ja nur drauf, bis er einfach mal stehen bleibt. Er soll die Biker ärgern. Irgendwen soll er ärgern gehen und dann soll er absteigen von dem Ding. Ach, mit Lightbar daher, na dann. Hatte davor einen 10er per Tipi gespendet und auch keine Einblende bekommen. Oder hab sie einfach übersehen. Wo bei mir? Kotzi, hast du hier bei mir oder bei Kurt drüben? Werbungsrenntelefonieren ist verboten. Hallo? Fred, warte ganz kurz, ich hab hier. Ja, Fred, warte mal kurz. Der telefoniert. Der Knastbruder. Ach, Sonja opfert sich, um es zu testen. Gott, Sonja, es ist nicht nötig. Dankeschön für den Subgift. Lighting hat's bekommen. Naja, schauen wir mal, ob die... Schauen wir mal, ob die mal ankommt hier. Bei mir hast du 10 Euro gespendet. Ich hab das nicht... Also ich sehe es weder im Chat noch... Schatzi, hast du das mitbekommen? Informativ, 1:07 Wald sowie Baustelle hinten dran. Eine Auffälligkeit. Sucht ein Auto zu klauen oder was? Kam nichts an. Scheiße. Ja, dann scheißt aber gerade irgendwas richtig rein. Manu, schönen Abend. Ja, danke schön. Wünsche ich dir auch. Hier. Okay. Ja, dann zickt da heute irgendwas. Dann zickt es. Nö, ich suche niemanden. Ja, weil da hinten ist gerade einer weggerannt. Der hat eine Waffe gehabt. Wo ist denn der hingerannt? Ja, jetzt fährt er gerade weg hier. Der mit dem Bugatti, oder wie? Ja, der ist gerade hingerannt. Mit Lachen, wenn er wirklich eine Waffe hat. Der Arme. Das war, by the way, der Dude, den wir letztens im 1:07-Stream im Casino erschossen haben. Da hat er gar keinen Bock auf uns gehabt. Naja. Aber Kotzi, Dankeschön für 10 Euro von vorhin. Ich wusste nicht, dass das... Es wurde nirgendwo angezeigt. Ja, Schatz, sie hat auch nichts gekriegt. Na dann. Schnapszahl. 22 Monate bist du hier schon Mitglied. VIP Pro. Ach du Kacke. So lange. Verrückter. Verrückter Sporden. Fahren jetzt gerade Richtung Harmony Grenzübergang. Tschüss. Schön, wie er durchzieht. Jetzt an der Coca, am
Kuckerfeld vorbei. Und gleich Harmony-Kreuzung. Aber Kurti, mit dem Rollator flüchten. Jetzt alte 107-Straße. Nix, der Kurt zieht wenigstens nochmal durch. Ja. Ich hoffe, er überschlägt sie auch nicht gleich. It's Blues, Servus! Ja, zurücklehnen und genießen, würde ich sagen. Mit dem Rollator kannst du dich aber eigentlich übel schnell aufdübeln, ne? Ich glaube, im Moment fährt er aber ohne Tuning-Chip, wenn ich ehrlich bin. Da wären jetzt Nagelbänder episch gewesen. Die Mitgliedschaftseinblende mag er auch nicht, der ist sicher auch zu heiß. Kann sein, dass Tipi spinnt. Ich weiß nicht, ob Tipi spinnt oder ob YouTube. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall funktioniert Super Chat. Alles, was mit YouTube ist, funktioniert heute nicht. Also Subs und Super Chat geht heute nicht. Will er nicht. Freunde, manchmal geht's einfach nicht. Manchmal will's nicht. Scheiß drauf. Hört jetzt an den nächsten Hauptplatz vorbei. Nö, oder? Als ob er den jetzt hier verloren hat, Digga. Ist hier unten Kopfschmerz hier in die Gasse. Achso, er hat Kopfschmerz, deswegen. Denkt man schon. Weil der war jetzt nicht so schwer zu übersehen. Hier bei meinem 1020. Oh, sorry, Kollege. Hat Kopfschmerzen bei mir. Wir haben gerade weggeschubst. Freunde, habt's gesehen? Schau, wie da in der Ecke steht. Ja, ich hab extreme Kopfschmerzen. 20? Nummer 20, bitte. Und das ist Sichtkontakt am 1020. Ach, nee. Als ob. Vielleicht Arcadius Tower oder Hauptplatz. Hinter uns, Arcadius Tower, fährt runter, als ob er da jetzt so easy wegkam. Das darf doch nicht wahr sein. Ab vor 5 Minuten was donated und kam noch nicht an. Jetzt glaube ich einen Finger rein. Ja. Ja, Pose. Kommt vorne wieder raus. Was wird verfolgt? So ein Krankenroller, so weißt du, die Dinger vorbei. Lass mal den Motorrad vielleicht, wenn es geht, vor. Das tut mir leid, Solades, wenn heute. Also die normalen Spenden kamen bis jetzt nämlich an. Außer von dir. Ich weiß noch nicht, ob alle ankamen. Vielleicht hat jemand schon was anderes gespendet. Ich kann es dir gar nicht sagen. Zumindest sehe ich es nicht einmal auf dem Interface. Er kommt hier nicht mehr hoch. Sackgasse. Eine Sackgasse. Hier gibt ganz viele Säcke in der Gasse. Er kommt mit seinem Motorrad nicht mehr hoch. Mhm. Gibt keine, oh, das ist ja noch eine Sackgasse. Ach, das ist aber blöd. Endeffekt, hier kommt man nicht mehr hoch. Na, da kommt man schon noch irgendwie hoch. Du. I'm all the way up. Ja, Sackgasse, er kommt jetzt hoch. Schub, schub, schubidi-dup, dup-dup. Schub, 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 schubidi-dup. Schub, dubidi-dup. Er wird zu Fuß, wahrscheinlich gleich. Schub, dubidi-dup, dup-dup. Warum stellen sie sich da dagegen? Das ist doch übelst dumm. Ja, alles gut, ich bin hier mit. Dagegen stellen. Warum stellen sie sich dagegen? Ah, stellen sie sich dagegen? Warum stellen sie sich dagegen? Ich krieg das Ding nicht angehalten. Das Ding hält nicht mehr an. Da ist was kaputt an dem Ding. Passen Sie auf! Auf die das Reifen. Ding hält nicht mehr an, das klemmt. Das Ding klemmt. Hilfe! Das Ding klemmt. Aufpassen, das Ding klemmt. Der kann nur noch im Kreis fahren. Ja, au, au, ja. Gestört? Ja, gestört. Ich bin gestört, ich hab mir wehgetan. Ich hab mir wehgetan. Beide. Aui, warum sind die so brutal? Ich hab mir wehgetan. Ah.
Warum nicht rechts nach links? Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht! Das wollte ich wirklich nicht! Hier hat er mich getreten. Hier doch mal wegtritt! Oh, jetzt hab ich aber weh von dir. Jetzt hab ich doch für den Dreifach, aua! Au! ja, kann ich was machen. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich hab nichts gemacht. Ich bin hier gefahren. Scheiße. Ah, da vorne ist die Treppe. Ja, ich kann da nicht. Ich will nach Hause. Tschüss, wir weg wollen. Allein stehen bleiben oder ich muss dich an die Hand nehmen. Ja, aber nicht in die Hand nehmen. Ich geh nur nach Hause. Ich hab Aui und sie lassen mich einfach stehen. Nee, nicht weg. Hallo? Hallo? Ich will nach oben wenigstens noch gehen. Nein. Aber sie haben ja wehgetan. Das, meine lieben Freunde, war's an der Stelle wieder komplett. Absolut, absolut. Ganz, ganz, ganz tolle Nummer. Bader, dankeschön für einen Subgift. Mike Stahl hat's bekommen. Stahl. Linken 11 für linken 50. 11. Ja, könntest du kurz zu meinem 1020? Hier möchte jemand einen Supervisor sein. Vielleicht, ich hab gerade den 1015. Linken 24 könnte eventuell aushalten. Gott, die Spende wurde angezeigt. Kein Supervisor. Ich habe keine Ahnung, was da heute los ist bei mir wieder. Ja, die Person besteht. Ich kann nur probieren. Ja, die Person besteht auf einen Supervisor. Es neu reinzuknüpfen. Ja, warte, ich fahr gerade. Drücken, dankeschön. Ich weiß nur, dass es bei mir heute zofft. Aber es ist es. Ich probiere mal den Link einfach neu rein zu aktualisieren. Von meiner Alertbox. Rien, komm da bitte trotzdem mal hin. Ich sehe aber lustigerweise, warte mal. Warte mal. Ich habe jetzt da eine aktualisierte Version. Alter, das spinnt ja wirklich. Da, vor 19 Minuten hat Kotzi 10 Euro gespendet. Guten Abend zusammen. Und Solades auch 10 Euro mit Überweisungsgebühren. Nach 10 Jahren von einem Download von 0,5 Mbit auf 1 Gigabit. Freue mich wie ein Baby. Ey, dankeschön. Nee, ich habe jetzt einfach mal aktualisiert. What the fuck? Ich habe es jetzt einfach wirklich nur neu aufgerufen und jetzt auf einmal. Aber die Superchat-Sachen kommen noch immer nicht an. Ah, warte mal, ich nehme mal Launch. So, dann kopiere ich mir das mal raus hier. Und fügt es einfach mal ein wieder neu. Wobei ich das, glaube ich, nicht viel Erfolg bringen wird. Weil. Zumindest sind jetzt immer die normalen Spenden. Sind bei Kurt die. Kommen bei Kurt die Superchats durch? Oder sind das nur die normalen Spenden? Die sind jetzt bei mir auch vollständig da. Also auch Solades seine. Dankeschön an der Stelle. Nochmal für 10 Euro. Und Glückwunsch zu deinem Quantensprung. Sachen Internet. Und nochmal an Kotzi, herzlichen Dank. Guten Abend zusammen. Sagt er da wenigstens einmal aktualisiert. Aber Superchat ist noch immer nix bei mir. Warte mal, ich schau nochmal nach, ob er die überhaupt trackt. Ich schau mal, ob er die überhaupt trackt. Ich schau mal in Tipi-Stream rein, ob er die überhaupt trackt. Na, er trackt die Superchats nicht. Er nimmt die normalen Donations, hat er alles. Super toll. Aber er trackt die normalen nicht. Also die Superchats trackt er heute nicht. Er ist auch noch in der Statistik steht noch heute 0 Euro Superchat. Die kommen bei Tipi-Stream nicht an. Meine erste Spende. Viel Spaß beim Stream. Dreta Gunberg, dankeschön für 2 Euro. Es tut mir so leid, dass genau heute bei deiner ersten Spende die Superchats ticken.
getreten wurde. Officer Blaunus fährt zum PD. Officer Blaunus bekämpft das Böse, glaubst du nie. Mit blauen Nüssen geht's in den Einsatz. Kommt heute wieder ein Slatern, ja, kommt das Stream. Intro brauchen nee. Sie, so ein richtig heute cooles bleiben Intro. Wir bei der nationalen nee, Unsicherheit. Danke. Ja, Officer Blaunus Intro, so. Der einzige Officer mit blauen Nüsschen. Wesel absolut im Kopf-RP gefangen. Was macht eigentlich Matze? Matze. Matze stalkt, Leute. Na, Matze ist. Sind die das Link an Forti mit einer Frage, ist eine R1. Internet? Positiv. Ja, check. Okay. Ich hoffe, da hinten schaut gerade niemand hin. Okay, check, ich hatte mich im Picard verletzt. Schau mal Matze sein Auto an. Ja. Wenn er sich jetzt fragt, warum das nicht funktioniert, sein Auto ist aufgebockt. Aber wir haben einen Einsatz. Einsatz in vier Wänden. So, Schlüssel. Jawohl. Alter, ich habe noch den. Oh mein Gott. Oh. Alter, war das Move. Oh mein Gott. Ich habe noch den Tuning-Chip drin. Ah. Oh. Oh. Uiuh. Junge. Alter, das zieht durch. Wow! Okay. Alright. Aber by the way, dreht der Goon, bist du nicht bei uns auf dem Projekt? Schon, ne? Ja, ich kenne doch deinen Namen. Muss ich da rauf? Also der ist am Parkplatz. Wird da rein in den Drift. Oh, das war was, die Säule 4. Grüß Sie. Hallo. Bitte schön. Ist es normal, dass der keinerlei Kennzeichen hat? Ist der auch bei euch vor Ort? Was meinst du? Also, die Cops haben mir gesagt, dass so gesehen gar kein Kennzeichen vorhanden ist an dem Fahrzeug. Also, sie können dann den nicht rauslesen, ob ich ein Kennzeichen habe oder nicht. Hast du denn gekauft? Beim wird auch nichts angezeigt. Hast du denn gekauft? Ja, den habe ich gekauft. Magst du mir mal kurz aufsperren, bitte? Ja, warte. Bitte sehr. Kannst du ihn einparken? Ja, das funktioniert. Alles. Okay. Park ihn nochmal bitte ein für mich da in der, in der Ding. Und dann schauen wir mal, was für ein Kennzeichen steht, wenn du ihn einparkst. Mysterious. Wird jetzt gesagt, dass er ein Kennzeichen so gesehen hatte, aber es wird halt, wie gesagt, nicht sichtbar angezeigt, sag ich es mal. Mhm. Okay. Da fehlt so gesehen die Halterung, dass es wirklich da ist. Warte mal.
Was? Oh je, jetzt crasht mein Game. Natürlich. Natürlich. Spawnst ein Auto, zickt schon wieder rum. Ach Mensch, Moja, du. Weißt, letztens 1:7 Stream, ne? 4 Stunden, 5 Stunden. Ohne irgendwas. Kaum spawnst wieder irgendwas dahin. Nur für den Arsch. Nur für den Arsch. Naja, okay. Dann starten wir einen neuen Versuch. Dann starten wir einen neuen. Ja, Chat F, das ist nicht cool, Alter. Jedes Mal derselbe Scheiß. Gut. Heute ist nicht dein Tag. Ach, würde ich so nicht sagen. Es kommt nur drauf an, was man draus macht. Aber das ist... Erst die Spenden, dann das. Ja gut, für die Spenden kann ich ja nichts. Ja gut, für das kann ich auch nichts. Für, weiß ja wurscht. Mein Gott, gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Bin ich eh schon gewohnt. Hey, bin jetzt schon seit knapp 2 Jahren dabei und dachte, dass ich jetzt auch mal wieder was raushau. Danke für 5 Euro, lieber Philipp Mikosch. Ich muss mir aber auch schon gleichzeitig entschuldigen bei dir. Weil die Superchat-Spenden heute nicht angezeigt werden. Ich probiere jetzt noch eine Sache. Ich probiere mir das Ding jetzt selber mal kaufen und dann schaue ich mal, was bei mir ist. Und wenn es bei mir auch ist, dann nehme ich es in die Kategorie normal auf. Okay. Kostet so ein Ding eine 500.000 oder so. Dann noch ein bisschen Cash in die Tasche. Arctos. Okay, hat da auch keins. Naja. Zip. Naja, das scheint normal zu sein. Haben wir den da an Ort stelle? Ich würde den gerne wieder verkaufen. Da drüben kann man das machen. So. Boah, Bremse. Gut. Also, bei mir ist das auch. Also, das wird ein Fehler sein. Mir ist er noch nicht bekannt, aber ich denke mal, dass er dann schon großteils bekannt sei. Das wäre der LKW, fährt er nicht zum ersten Mal herum. Ah, okay. Dann wusste der Polizist anscheinend nicht Bescheid. Ich denke mal, dass die Polizei das safe schon mitgekriegt hat und irgendwo vermerkt hat. Nur der vielleicht wusste es nicht. Ja, weil es ist nämlich doof, dann immer angehalten zu werden, gerade deswegen. Und dann demnach halt auch nochmal extra diese Strafe dafür zu bezahlen. Ja, die sollten es aber eigentlich wissen. Deswegen. Beim nächsten Mal, sonst sag einfach, schauen Sie noch einmal bei Ihrer Dienstvorschriften oder so oder irgendwas zwecks dem Auto. Okay. Oder einen höheren Rangigen sollen Sie fragen. Okay. Weil das Auto ist wahrscheinlich erst, also ich denke mal, dass es zu 100% schon auf 3.0 fertig ist, aber wenn, dann kommt es der Fix erst auf 3.0. Sag mal so, der eine Cop, der es bei mir festgestellt hatte, der ist sogar extra mit mir zum Tuner sogar noch gefahren, um es selber nochmal zu überprüfen. Mhm. Aber ja, er hat es dann erst wirklich feststellen können. Vorher nicht. Ja. Einfach dann sonst sagen, er soll nochmal seinen Funk herumfragen. Genau. Und so. Na? Gut, gut, danke dir. Gerne, ciao. Ich muss mein Auto. Ich muss jetzt noch mal im PD-Funk rein. Das gerade, dass das gerade Aktion ist. Fahrzeug nicht angemeldet, nicht versichert. Ja, positiv. Steht im... Ja, ah, mal dann Backup, so Zentrum. Das ist Stress. Ist ein Lutzok Nokowski oder was? Steht im Strafenkatalog, dass man mit dem fahren kann ohne sichtbarem Kennzeichen. Eine Einheit näher dran als 7,7 Kilometer. Da ist gerade Stress irgendwo. Negativ. Der wird die Tour fährt an, habt ihr. Ist das hier? Gehen da gerade jemand. Sind da jemand endlich mal am Ernten? Erna! Keine Ernas hier am Ernten.
Okay, da steht nur ein leeres Auto. Irgendwo ist gerade wieder irgendeine Abnahme oder so. Der ist im Supreme Court. Ich dachte, das war seine Stimme. Ich kenne halt immer nur leider die Stimmen von den ganzen OGs. Was ist da hinten drin? Oh! Ich hab noch... Die Straßengangster bauen an. Na, schau sie dir an. Diese kleinen Schlingel. Aber wilder Spot, Alter. Darf nur keiner durchfahren. Sonst? Ist einer nicht auf dem Weg zu uns, West Highway? West Highway, danke, das war der... Das war der Hinweis. Da ist er. Hilfe! Was war das denn? Weiß einer überhaupt, wie schnell ich gefahren bin? Keine Ahnung. Ich hab nicht geschaut. Ey, die sollen einfach durchziehen. Die... Komm und für 40 David. Wir sind schon Aber so schnell war's nicht. So, Herr Burkowski. Können Sie sich vorstellen, ob wir Sie anhalten? Komm, Digga. Er war sogar angeschnallt. 78. 178 kann gar nicht sein, habe ich Tempomat bei 100. Ich muss Sprit sparen, bin armer Volle. Also, wir haben sie mit 178. Das kann ich bezeugen, er hat wirklich wenig Geld. Und ebenfalls ist ihr Fahrzeug nicht angemeldet und nicht versichert. Frage hat die Air One noch versichert. Wer sagt das? Das sagt unser System. Air One ist auf dem Zettel, oder? Vielleicht, ich habe vergessen. Ich würde aber jetzt sofort machen. Ich rufe sogar Polizei. Nee, sie dürfen so mit dem Fahrzeug nicht weiterfahren. Und da wir jetzt schon. Oh nein. Da wir jetzt schon zu weit weg von allem sind, also vom Parkplatz und vom Versicherung, müssen sie das Fahrzeug stehen. Da gab es mal eine Zeit, da gab es da einen Parkplatz. Sollen wir hier wegkommen? Ja, wie sollen wir hier wegkommen? Taxi rufen. Ist kein Star. Ja, die sind nicht, glaube ich, erreichbar hier momentan. Die können doch das Taxi sein. Was halten sie denn da? Jemand, der sie abholen kann. Leider nicht. Leider nicht. Nein. Alle drei aber, im Auto. Aber sie können auch gerne auf Rechnung schreiben, ja, wenn sie mich begleiten. Das ist halt leider echt schon zu weiter Weg. Oder Sie sind unser Taxi, was halten Sie denn davon? Ja, oder Sie rufen eine andere Einheit, ich bezahle das auch gerne, weil Auto ist mir gerade wichtig, ich habe wichtige Termine. Also schauen Sie mal, Sie haben doch sein Kennzeichen, seinen Ausweis und so weiter. Richtig, geben Sie mir einfach 20 Minuten, denn Sie können kontrollieren, wenn nicht, kriege ich doppelte Strafe. Das können wir nicht machen. Kein Verhandlung, der eine lacht schon. Nein. Tränen hin. Aber wie sollen wir hier wegkommen? Ausnahmen sind uns generell verboten. Die ist mitten auf Autobahn. Ach komm. Ja. Das ist schwierig. Einer von denen wird doch wohl eine Mitfahrgelegenheit haben. Nein, ist keiner da. Nee, die sind alle. Wir kennen nur die drei, die sind alle hier drinnen. Der Einzige, den wir noch anrufen könnten, ist vorhin schlafen gegangen, vor einer halben Stunde. Das ist halt schwierig, aber es ist echt schon eigentlich zu weit weg. Aber Sie können doch einfach den Systemeintrag machen. Wenn Auto ist in 20 Minuten nicht angemeldet, dann kriege ich Strafe. Nee, das können wir eben nicht machen, weil das wäre eine Ausnahme. Damit will ich Sie sozusagen bevorzugen. Dazu habe ich shit, Recht. Alter. Wer hat denn jetzt Musik angemacht? Das ist eine gute Frage. Da hat gerade jemand, Alter, den Reggae Bob Marley Vibe gekriegt. Aber wer von euch Idioten macht die Musikkurve? Ich habe ganz andere Probleme gerade. Ich weiß nicht, wie. Ja, gut. Aber ist okay, wenn der Officer drauf besteht. Ich fahre auch mit Skateboard über Autobahn, dann ist das so. Sie fahren ganz sicher nicht mit dem Skateboard über die Autobahn. Aber wie soll ich hier wegkommen? Dann erklären Sie mir. Dann laufen wir über die Autobahn. Das ist besser. Auch nicht. Wir können die Kurve Musik aus. Dann machen wir die scheiß Musik aus. Also das Einzige, was ich anbieten könnte, ist, dass wir Sie ohne Ihr Fahrzeug nach Palito-Eingang fahren. Das wäre super. Wenigstens. Aber wie gesagt, das Fahrzeug muss hier... Ich habe andere Frage. Was wäre, wenn Sie mich mit diesem Fahrzeug bis Palito begleiten? Ich parke da ein. Wie gesagt, fahre an. Das ist viel zu weiter weg. Ja, Palito ist doch nicht weit. Wo ist das Problem? Ist der Chef gerade da? Mein Chef. Das ist näher dran, als jetzt in die Stadt zu fahren. Nur so eine Frage. Sind wir denn jetzt nicht unbedingt rufen? Aber ich glaube.
bin ich mir gar nicht sicher. Wir haben gar oder ihr Bock. Kollege, der mir nicht echt glaubt. So an den Ärmeln kann ich, glaube ich, beurteilen, dass er eine Stufe höher ist, oder? Wenn man am eigenen Stadtgewerk Gelände den Strand runterfährt, da direkt in der Kurve steht er wahrscheinlich. Oh, Pocher. Also von dem Fenster hier südlich, ca. Ja, 300 Meter am Strand dann direkt. Oh. Ein Fluchtfahrzeug bekannt. Linken vor die wie bitte? Fluchtfahrzeug bekannt, Parke. Negativ, wir sehen nur den Rauch aufsteigen. Ach du heilige Scheiße. Gut, dann fahren wir runter, oder? Ein bisschen. Winterl, eine Einheit mit Boot bereit halten. Der wird schon mit Feuer braucht. Digga, wie haben die denn gespottet? Achso, ja klar, gut, wenn es kein NVE hast, ja gut. Wenn es jetzt kein NVE, dann zieht der Rauch da halt schon ordentlich rauf, deswegen. Okay, gut. Geile Scheiße. Ich hab nicht gewusst, dass du da hoch kannst, ne? Ich hab nicht. Geil. Bin gerade in LA, bei uns ist 10 Uhr vormittags. Wir schauen gleich mal, ob wir ein Fluchtfahrzeug kriegen. Machst Urlaub? Ich hab nicht gewusst, dass man hier hoch kann, ne? Also euer Tendenz ist sicher anfahrbar, oder? Ja, positiv. Also wir waren auf dem Gelände, weil wir gerade das Gelände uns angeschaut haben und haben dann den Rauch entdeckt. Ja, schon klar. Also der Kocher ist außerhalb von dem Gelände natürlich. Sie haben sich nur das Gelände angeschaut. Kann man unentdeckt vom Drogendealer herkommen auf der Straße? Positiv, der wird wahrscheinlich in der, also wenn du auf der Karte guckst, geht ja dieser Feld, geht diese Straße runter Richtung Strand und er wird in der letzten Kurve stehen. Ja, positiv. Das wird ein geiler Zugriff. Edward 241086 mit einem Rolls-Royce mit dem Kennzeichen ROJCER am Casino. Ja, aber du siehst es schon. Schau mal. Jetzt muss ich denken, bei den anderen, die nicht entfällt, ist der weiß und geht noch höher ein bisschen, also siehst schon. Heute soll es noch 45 Grad haben. Was? Das geht. 45 Grad? LA Temperature. Sagt er aber, also bei mir laut Google sagt er, dass es gleich ist. Also so wie bei uns, so um die 30 Grad, 29, also 45. Digga. Hast du Sicht auf den Kocher, wo gerade schon vor Ort ist, die Einheit? Das wird nämlich eine lustige, wahrscheinlich Verfolgungsjagd werden. Ich glaube, hat er positiv gefunkt. Ja, ich sehe linken Forte sieht nur den Rauch, leider nicht den Kocher. Ja, wir nehmen dich auch, weil da Bäume im Weg sind. Du bist wahrscheinlich nicht in LA, bist in der Wüste von Nevada oder was? Bist Area 51. Da wahrscheinlich hat es das schon 40 Grad in der Wüste. Ja, Position südwestlich am Strand. Flucht am PD, Flucht am PD. Was? Alles klar. Person schwarz gekleidet, rechte PD-Brücke hoch Richtung FD. Also Fahrzeug? Zu Fuß. Negative 50 Address Point. LOL. Rechts neben am PD. Ich würde sagen, Kocher wechselt mal auf Punkt 2. Weg. Weg. Aha! Alter, das. Die Jacke! Die Jacke macht ihn immun jetzt. Code 4. Person getasert und Gewahrsam. Uiuiui. Ich bin heiß, keine Verbrecher, der Flucht, sie wissen, wer ich bin. Das ist jetzt junge Namenshandlung, wenn überhaupt. Das ist keine verbrecherische Flucht, sie wissen, wer ich bin. Das ist höchstens Entziehung einer Namenshandlung. 76 für Deputy 2. Oh no. Okay, das war schon wieder ein Highlight. Das war schon wieder stark. Ich finde das immer so geil, wenn sich das BD so sattelt. Welchen Funk sind die Kocher? Mich
müsste zwei sein. Schauen wir mal in zwei rein. Informativ, ich bin auf Position vom Highway-Zubringer, schwarzer BMW. Ich schaue es mal paar. Ich schick mal jetzt einen 1020, welchen Feldweg ich meine. Bitte die Einheiten in der Nähe nicht annehmen. PBC 2. Ja gut, in Palm Desert hat es wirklich 45 Grad. Aber Palm genau, Desert ist auch Feldweg, die Wüste. Ja. 45 Grad. Aber ist schön dort. Trotzdem voll schön. Es ist irgendwie so mitten in der Wüste, aber trotzdem irgendwie ist wahrscheinlich grün dort künstlich angelegt oder so. Soll ich vielleicht wie fühlt sich 45 Ofen Grad an? So? Im Ofen. Nicht wie im Ofen, genau. Aber... Alter. Läuft da einer von uns zu Fuß? Mir ist gerade im Forum aufgefallen, dass mein Entbannungsantrag als erledigt eingestellt wurde, aber weder abgelehnt worden noch angenommen worden. Also ich sehe den immer noch nicht. Muss ich nochmal anschauen. Wie heißt du im Forum? Ja, an dem Pickup da vorne, Achtung jetzt, der ist genau unter dir dann, ne? Ja, check. Eventuell mal zu Fuß hinlaufen und gucken, was für Fahrzeuge da stehen. Ja, 50 guckt gerade. Also es ist definitiv, es handelt sich um ein Wohnmobil. Naja, sie sehen das Fluchtfahrzeug noch nicht. Mit der KTM, der kann richtig durchziehen. Schneller weg. Ist jetzt erstmal am Strand kein Fluchtfahrzeug. Ja, so gut kann ich gerade auch nicht sehen. In der Nähe ist noch so eine. Ich dich das da, irgendwas versteckt ist. Steht der Kocher in dieser 180-Grad-Kurve? Positiv. Korrekt. Ah, ich fand euch zum Rauch. 40 David läuft jetzt einmal vor zur Bergspitze. Wird das merken? Ja, nein. Also das ist so eine richtige Klippe, schau, das ist eine richtige Schlucht. Wird dir aber auch nichts. Wo müsstest du dich hinstellen? Da würdest du es sehen. Mitten in der Kurve. Ja, dann. Er hat den Kocher anders drehen müssen. Also ich finde das super. Er hat mich aber nicht gesehen. Er ist nicht ausgestiegen. Ich hi, haben die Leute vom Kartell auch so ein Menü, um Leute festzunehmen wie bei 107? Okay. Jo. Alle großen Crime-Fraktionen oder haben das. Sicher kein Boot in der Nähe. Es ist sicher kein Boot in der Nähe. Ja, tut doch. Das wäre epic. Was macht er? Kochen. Ich glaube, er pinkelt. Wie sich das anhört. Mike 51 hat hier eine Treppe, ich würde da mal drauf gehen und gucken, ob ich... Informativ, Fluchtfahrzeug ist eine KTM. Bob mit KTM hier. Ja, check. Die steht in Richtung Strand, Richtung Richtung Süden runter. Deputy 2, wir setzen mal eine zweite KTM. Die bleibt also, beim Kocher. Okay, der ist auch gerade nicht, der ist gerade draußen, ich glaube, der ist am Regen, so viel Sand, wenn ich richtig höre. Oder ist er disconnected? Also ich bin aktuell hier, nicht im Fazit annehmen. Ja, check. Ich schick auch mal von mir jetzt in 1020, wo ich stehe und genau unter mir steht der. Okay, der hat einen Crash gehabt. Genau unter mir. Kann man auf die Straße oben drauf oder eher nicht? Ja, da, er steht halt auf der Straße. Ich stehe da auch. Würde ich sagen, let's go, oder? Zugel. Oder was sagt ihr? Hallo? Doch, darf ich, oder? Hallo? Er hat gerade einen Code Zero. Ja, perfekt. Okay. Ja, also falls jetzt wieder da unten auftaucht, unmaskiert oder whatever ist, nicht verwenden. Ja, perfekt. Gut. Machen wir. Danke. Ja, der PG2, ich wechsle. Kurz informativ noch warten, nicht zugreifen. Herr hat einen Code Zero. Wir sollen noch kurz. Ja, wir müssen ja eher auf die PG2 warten, bis er dann auch respawned ist. Ja, perfekt. Also informativ, 50 ist gerade an dem 1020 zu Fuß.
Er probiert aber gerade wieder zu connecten. Du musst aufpassen, er sieht dich da, er könnte dich da schon sehen, gell? Oh. Ja, er sieht mich wahrscheinlich nicht, weil ich hinter der Hügelkuppe stehe. Ja, check. Und in dem Busch. Hat jetzt sein Motorrad angestartet oder? Als er dann gehört, ja. Er hat das jetzt gehört. Er hat angestartet und nochmal den Schlüssel bedient. Digga, an deiner Stelle, ich will durchziehen. Er sieht dich. Wen? Die Motocross-Einheit. Er hat gerade in die Richtung geguckt. Er hat safe gesehen. Ja, er stand aber gerade an der Klippe. Er läuft ziemlich wild hier gerade umher. Aha! Ja, Zugriff. Ja, greif zu, ich komm nach. Wenn er fliegen sollte. Ja, check. Dann oh, Blaulicht. Boah, der Arme. Keine Flucht. Und das dann gehen kann. Sehr schön. Oh. Ach, der Arme. Wo? Er ist direkt hier vorne beim Kollegen. Ich hätte schon gedacht, dass der jetzt wegläuft. Oh weh, oh weh. Naja. Das war... Das war easy. Das ging echt schon. Der hat gerade richtig hart verkackt. Der hat gerade einfach, der hat so viel Pech auch gehabt. Was ist da vorne los? Ist ja auch nicht in Urlaub geflogen, sie hat sich zu Hause verbarrikadiert. Oder zu Hause verbarrikadiert. Trotzdem, mich nervt's. Da haben den Peers sind immer die emotionalsten Talks. Die hätte einfach meinen Namen nennen sollen. Ich weiß ja über alles Bescheid, sollte nicht. Die hätte trotzdem wohl einfach meinen Namen nennen sollen. Was? Ja, Lord Crusader, ich würde es jetzt nicht als dumm bezeichnen, aber wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich auch direkt durchzogen. Wenn ich direkt den Schlüssel klacken höre oder irgendwas, da bin ich schneller weg als die egal wer das ist, da wäre ich einfach weg. Wenn ich irgendwas nur hören würde. Das ist der Herr von vorhin. Tatsächlich? Ja, ich war mit dem halt auch hauptsächlich rum, seit ich den hab. Ist das Ding gerade... ist mir noch nicht passiert. Ist das Ding gerade zerrissen? Weißt du, was lustig wäre, wenn es die Mechanikerin das voll durchscheppert? Das wäre jetzt lustig. GTA Freak 1995, Dankeschön. Hey, servus. Arbeiten Sie beruflich, dass Sie sich sowas leisten können? Mechaniker. Mal hier, mal da. Mechaniker. Aha. Okay. Hat das Matze eigentlich mittlerweile gerafft? Wer kann, der kann, ne? Also ich mach. Gut, einmal informativ, falls es noch nicht gefunkt wurde: Kochhaus Code for One Suspect in Custody. Matze hat's gerafft. Wo ist Matze? Er ist gerade wieder pissen. Das ist ein Kurszettel. Blauer Hunger, Dankeschön fürs VIP werden. Warte! Oha, schaut mal, Chat. Blauer Hunger ist gerade VIP geworden und das ist angekommen. Das hat's gerade geschluckt. Warum auch immer. Warte, wir warten jetzt noch auf den epischen Moment, wo Matze entdeckt, dass er jetzt am Klo gefangen ist.
Ich frage mich jetzt nur, wie lange er noch am Klo ist. Lincoln 40, 1015, 1076, Mission Row. Wenn er es checkt, dann. Schreit er wahrscheinlich raus bei der Tür. Was du glaubst? Was soll denn das, Alter? Mike 51 würde gerne in die City verlegen, wäre das möglich? Superchat funktioniert bei Kurt auch nicht. Ja, es funktioniert teilweise. Omega hat gerade von Sonja einen Subgift bekommen. Dankeschön, liebe Sonja. Mal schauen, ob das Subgift nämlich funktioniert. Ich glaube, wegen. Ey Jan, was geht? Alles fresh? Was wurde gemacht? Ich hab mal wunderschön. Was wurde gemacht? Wegen dem Dach. Einmal an die Federeinheit mit dem 1015. Ich würde dir eine Ermittlungsakte aufmachen. Ja, bei einer Reparatur, dann ist was anderes. Okay. Ja, okay. Ja, dann ist okay. Ja, dann passiert. Ja, gut. Aber ich hole dir schon mal die Teile. Es müsste noch eine Einheit ins Quartier wechseln. Sieh hier was, Patrick. Sieh hier was. Mike, das ist real. Matze, komm raus aus dem Scheißhaus. Ja, check, danke dir. Alter, wie lag es? Der braucht ja auch wieder länger zum Pissen als sonst wer. Frage ist, ob er nur Pissen ist oder ob er da wirklich. Oder ob er da wirklich was Härteres rein versenkt. Etwa 24, 10, 10, 10. Ja, Subgifts funktionieren leider noch immer nicht. Mit dem Kennzeichen R- nur irgendwie, wenn wir selber mal wie neben VIP klatscht. Gott sei Dank, anybody einen verschenkt. Dankeschön. Die Chance für Startbriefing. Ring 11, 10, 15, 11. Meinem Genick geht's gut. Ja, leider. Das wartet doch immer auf die absolute Destruction. Der alte Mann hat sich noch nicht gemeldet. Leider. Sag mal, Mats, jetzt komm raus. 1050, 1090 Mission Row. Danke an Sonja und an Kotzi. Kuss geht raus. An euch beide. Danke fürs wenigstens fürs Versuchen. NJT Trennung 341 Importstraße. Patrick auch nochmal ein Subgift hinterher. Dankeschön, Kuss an euch. Mirko, moin, schöne Grüße an dich und an Vivia, dankeschön. Ja, die Subgifts funktionieren nicht, die Superchat funktionieren nicht, aber Hauptsache die VIPs, wenn einer so kauft, geht. Kann man gar nicht, ne? Bin im Gefängnis und hab gar nichts gemacht. Ah ja. Da müssen wir hin. King 26 für King 14. King 26, ja. Was wolltest du? Hast du Lust, mich mit auf Schleife zu nehmen? Ja, können wir machen. Omega, danke für 2 Euro. Kuss geht raus. Aber ist jetzt Alkohol, das haben sie mir immer gelassen. Will er sich jetzt wieder rausmogeln oder was? Ich bin ein Kaktus. Nein, ich bin ein Kaktus geworden. Oh nee. Wie es wegrennt. Grüßi. Hallo. Ich wollte fragen, ob sie mir raushelfen können. Du bist jetzt so unrecht oder was? Ja, ich bin 14 Jahre alt und bin im Gefängnis mit Großen drin. Und die haben mir ganze 50 Monate aufgehängt, weil ich mit dem Oma-Mobil rumgefahren bin und etwas zu schnell war. Okay. Und jetzt will ich hier raus.
weil ich gehöre hier nicht hin, weil ich bin 14 und da sind große Männer da drin und da will ich nicht hin. Und ich weiß auch nicht, ob das so ganz legal ist. Ich frage mal vorne bei der Gefängnisleitung nach, aber ich kann dir helfen. Ich glaube, ich gehöre in eine Jugendanstalt und nicht hier hin. Und dann haben die mir auch nicht mal, die haben mir nicht mal was nachgelassen. Ich habe volle Strafe bekommen, kein Jugendrecht, kein gar nichts. Und ich wurde nicht nach meinen Rechten gefragt. Ich frage mal vorne nach. Mhm. Die haben nichts gemacht. Aber sein Glühwein, den er von seinem Bruder geschenkt bekommen hat, hat er abgenommen bekommen. Also normalerweise darf er auch das Bier nicht behalten. Es wird grundsätzlich alles, was berauschende Mittel sind, egal ob das jetzt Drogen sind oder Alkohol oder ähnliches. Ja, aber alles komisch, dass er das Bier hat, aber den Glühwein nicht, ne? Also ich komme gerne nochmal rein und nehme ihm auch das Bier ab. Wie Gott, von Schatzi gerade an den Glühwein hätte ich sogar genommen, weil das ist ihm verdammt wichtig eigentlich. Das wurde ihm nie abgenommen. Lieferung, da haben wir neue Richtlinien seit einer geraumen Zeit. Wird alles, was berauschende Mittel sind, BTM, Alkohol und ähnliches konfisziert und vernichtet. Ja. Ist der Kollege da, dann würde ich wenigstens den Glühwein nehmen, weil ihm ist das wirklich verdammt wichtig. Ich würde überprüfen, ob er einen Waffenschein hat, weil er ich hat eine könnte mir vorstellen, dass er sogar schon zur Vernichtung eingelagert ist. Ich störe ganz kurz. Ist er ein Verantwortlicher fürs Gefängnis in der Nähe? Wo ich bin jetzt... hier. Super. Geht da drin um ein kleines Kind? Was meint, das ist ja eingesperrt. Können wir sonst rausgehen kurz unter vier Augen? Ja. Ich gehe schon. Gehen wir mal kurz auf den Innenhof, dann kann das der Betroffene gerne selber schildern. Also ich weiß, dass die Kollegen den vom PD den gerade eingeliefert haben. Ja. Ich hab's gesehen. Okay. Gehen wir kurz auf den Innenhof. Gibt es einen schnellen Weg? Müsste nämlich am Innenhof irgendwo. Super. Arme Kurt, das will ich mir jetzt nicht antun. Ja, informativ, Homeland noch vor Ort, wegen Karl-Heinz, ich kläre das. Das sind 50 Monate da jetzt in Knast, komm, mach mal RP draus. Oh, die Tür jetzt zu, oder? Kurz. Ja, haben sie letzten Tag gehabt, dass ihr immer mal wieder mit Blöd reinkratzt, deswegen guck ich lieber zweimal nach. Ja. Er schwirrt da irgendwo am Innenhof, schwirrt da herum. Sicher eine Lösung. Ja, soweit mir bekannt ist, gibt es da ja irgendwie einen Beauftragten für den. Mhm. Zumindest habe ich da mal irgendwas vom Supreme Court gehört. Bin mir aber da jetzt nicht sicher, da muss ich halt mich auch nochmal... Schauen wir mal nach. Ah, da vorne ist er. Da rennt er. Grüß Sie. So. Schilderst du dem Herrn das noch einmal? Also eigentlich gehöre ich doch in ein Jugendstrafdings. Und da hier muss ich Ihnen ehrlich gestehen, da sind große Typen drin. Da gehöre ich nicht hin. Ich weiß nicht, ob das gesetzlich möglich ist. Ja, wie alt bist du denn? Hast du mal eine Perso für mich? 14. Ich würde mich ganz kurz mal mit einem Richter kurz schließen, wie man da jetzt weiter verfahren. Ja, aber das Court war ja schon da und die haben gesagt, ich gehöre hier hin. Die haben doch Rücksprache gehalten, aber ich bin da voll dagegen, weil warum soll ich hier hin? Ich muss ja in eine Jugendstrafanstalt. Sieht das wie nach einer Jugendstrafanstalt aus? Also ich finde nicht. Also folgendes Problem. Ich bin hier in erster Linie nur für die Sicherheit zuständig. Was die ganze Strafprozessabwicklung angeht, ist der Ansprechpartner das Supreme Court. Ich würde mich da einmal zurückversichern mit einem Richter, weil das muss ein Richter entscheiden, wie wir mit dir verfahren. Nee, aber das Gesetz steht doch da drüber, oder? Und was ist, wenn der Richter nicht nach dem Gesetz geht? Ich glaube, das wäre ganz schön fahrlässig gehandelt, mich hier einfach reinzusperren zwischen großen Typen. Wir können uns da einmal in die Kantine setzen, aber ich telefoniere einmal mit dem Supreme Court und dann... Wir machen das anderes, hört's mal zu. Ist jemand da vom Supreme Court?
Ja, es sind Richter und Staatsanwalt sind da. Im Gebäude. Ja, genau. Ja, passt. Weil dann nehme ich einen kleinen mit, fahre mit ihm zum Supreme Court und dann sage ich zu denen, sie sollen sich was Adäquates für ihn einfallen lassen. Ja, soll er Rasenmähen gehen oder so? Statt ins Hochsicherheitsgefängnis. Ja, ich muss bloß einmal entlassen, weil sonst kommt er ja hier nicht raus oder kannst du es auch. Ich könnte auch, aber machst du, ich warte vorne draußen. Ja. Na, siehst du, das Recht hat Emma recht. Wahrscheinlich rennt er sehr einfach weg. So. Ich bin gleich da, ich muss nur ganz schnell meine Sachen holen. Ich habe jetzt das falsche Outfit an. Hallo Mami. Ich bin nicht Mami, aber okay. Sie sind die Was Mutter? Machst du hier? Das ist meine Mutter. Achso, sie sind die Mutter? Okay. Das ist meine Mutter, ja. Achso, okay, ja dann. Ja, kommst jetzt nicht mit. Wohin? Ja, rüber zum Court, wir müssen das jetzt klären, Mami. Ich zieh mir doch ganz schön meine Sachen um. Sie ist verantwortliche Mutter, wäre schon gut, wenn sie mitkommen. Jo, Schnapszahl an Like 666. Karl-Heinz? Ehrenhaft. Der lässt sich gerade umziehen. Achso. Ey, Freunde, heute Road noch zu 10 Likes, oder? Lasst, haut's alle mal. Grüß Sie. Aua. Haut's alle mal auf den Like-Button rauf. Wunderschön. Servus. Hat er gerade einen Game-Crash gehabt, oder was? Er hat gerade wirklich einen Game-Crash gehabt, gell? Der Arme. Okay, in der Zwischenzeit gehe ich zu diesem Wesley. Oder ich schaue nochmal zu Matze. Ist doch immer am Scheißhaus. Kann doch nicht wahr sein. Bist du's? Hallo. Servus. Ich glaube, wir haben Jesus gefunden. Ja, der ist nicht wegzubekommen. Aha. Aber wenn man weiß auch nicht, ob ihn erschießt. Warte mal, geht's mal weg? Magic. Boah. Magic. Jetzt ist er weg. Krass. Alles klar. Es war einfach Jesus. Ja, voll. Man hat ihn erschossen und er ist einfach wieder auferstanden. Ja, überfahren, alles. Tja. Jetzt hat er es hinter sich gebracht. Gerne. Super. Ciao. Servus. Ciao. Da gehen wir wieder ins Court. Ihre Stoßstange ist kaputt, habe ich gerade gesehen. Macht nichts. Warte mal. Ja, ich finde es schon unangemessen, dass sie mich in ein Hochsicherheitsgefängnis sperren mit 14. Und definitiv. Dann noch 50 Monate draufgeben, also das ist schon viel. Ja, stell dir vor, was da mit dir passiert. Ja, jetzt guckt ja keiner drüber. Es ist immer wer da, um zu gucken, was hier drin passiert. Ich habe voll Angst gerade gehabt. Kommt deine Mutter jetzt nicht mit? Nee, die hat gesagt, das ist meine Mutter. Ach so. Ich weiß nicht, wer die Freundin von Wolfi ist. Und deshalb denke ich immer, dass jeder meine Mutter sein kann, so irgendwie. Ja, komm, tret aufs Pedal. Vollgas durch die Luzi. Vollgas? Vollgas. Mama. Geht das nicht schneller? Ja, ein bisschen mehr Gas geben. Ist schon ein bisschen langsam. Schon, gell? Also langsamer ging es echt nicht, ne? Definitiv schneller nicht. Schon schön. Das ist absolut... Das
voll langsam, absolut langsam. Wir müssen ja noch ein bisschen auf die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer achten. Aber natürlich. Sehen Sie hier auf den Herrn Meier zum Beispiel. Warum wissen Sie den Namen von dem Herrn? Ich habe geraten. Ach so. Vielleicht ist es Hermann Meier, der Skifahrer. Das wäre lustig. Aber wieso fährt er dann mit dem LKW und nicht mit dem Ski? Ja, bei Sommer ist. Mal in die Richtung, wenn dann genug Einheiten da sind. Logischerweise ist sie. Man kann ja auch auf dem Ding fahren, oder? Auf dem Gras. Ja, aber mit Rollschuhen. Weißt du eigentlich schon mit 14, was es bedeutet, die Seife aufzuheben? Ja. Okay. Das passiert, wenn man sich die Hände wascht und die Seife runterfällt, dann hebt man die halt wieder auf. Ganz genau. Aber man will ja nicht, dass die Seife unten am Boden liegt. Ganz genau. Das will man nicht. Vor allem nicht im Staatsgefängnis. In deinem Alter. Warum dort explizit nicht? Weil der Boden dort mit so einem besonderen Scheuermittel geputzt wird und wenn die dann runterfällt, dann... Dann wird's rutschig. Dann ja, na, und du greifst dann mit deinen Händen und dann tust du dir die Finger so ein bisschen, ja, weh. Die tut man sich dann auer machen. Genau, ja, ganz genau. Ach so. Mhm. Na, ich war Steven, vorhin... Steven, Grüße, feiert dich, danke für 2 Euro. Und die haben das abgesehen, dass ich ins Sicherheitsgefängnis komme. Ja, ja, dann findet man eine Lösung. Ich bin mit meinem alten Oma-Mobil gefahren und ich weiß jetzt auch nicht, wo das ist. Das haben die es wahrscheinlich abgeschleppt und das brauche ich wieder. Okay. Das ist ein Rollator. Ja, oder Graf Carello. Ja, sowas in etwa. Okay. Guten Tag. Servus. Guten Abend. Boah, ist der nächste Pinguin, wie schön. Da ist der Pinguin von vorhin. Guck. Wo ist denn der höchste Ansprechpartner vom Court hier? Die kommen sofort, da hatte gerade der Fahrer einen Code Zero auf Höhe vom Casino. Na dann. Dann warten wir da. Ich mir mal ein bisschen um. Boah, dann kann ich ja nicht hier rein. Passt auf ihn ein bisschen auf, ha? Hallo, guten Tag, hier anliegen, bitte. Ich hab vorne liegen, danke. Karl-Heinz, kommst du mal bitte vor, setze dich mal hier vorne auf die Sessel. Haben Sie einen Mac-Arsch für mich? Denke ich mal, Madame Dennis. Ja. Sixth Nebel, Sandy Shores Park. Bitte schön. Platz mit dem Kennzeichen. Perfekt. Noch ein? C. Mac Dünnschiss. Oh, den kann ich jetzt nicht gehen, hatte ich vorhin in der Zelle, weil ich Milchprodukte zu mir genommen habe. Warum ist denn da die Tür mal offen? Ja, ich habe gehört, dass im Staatsgefängnis wird immer Zucker in die Sachen rein dann. Deswegen. Nee, ich habe vorhin 8 Milchpäckchen getrunken, weil ich was anderes getrunken hatte und dann hatte ich übelst einen Rechtdurchfall. Oh ja, ja. Nee, ich habe gehört, die tun jetzt ins Buffet und jetzt statt Zucker tun jetzt Zucker rein. Jetzt haben die heftig immer Dünnschiss. Das ist ein hauptberuflicher Pinguin, ist das? Ich bin. Also, das, was ihr mit den Köchen da aushandelt, ist, glaube ich, euer Ding nicht. Sie sind ja der Verantwortliche fürs Staatsgefängnis, oder? Seit wann tun Sie da Zucker rein? Jetzt haben alle Häftlinge dort heftigen Dünnschiss und ich weiß nicht. Ich werde mich mit der Küche nochmal auseinandersetzen. Jetzt tun Sie das Zucker. Das ist Zucker ist. Na. Ich werde mich mit der Küche nochmal auseinandersetzen. Ich bin mir auch sicher, dass das Kind da nicht wegen diesem. Mit der Milch da an Schiss des Lebens hat. Das ist wegen diesem, ja. Das stimmt, da muss ich dem Herrn recht geben. Lasst das weg, wenn ihr ihren Boden da drin noch nicht unbefleckt haben wollt. Ich kümmere mich sofort. Jetzt habt ihr da drin einen Wachsmalstift. Was ist der am braunen? Über die ganze Linie. Aber volle Kanone. Ah, das muss glaube ich nicht sein, ne? Ein Durchfall, Mann. Müsst aufpassen, dass er nicht rausfliegt. Ja. Aber nach wie vor der interessanteste Superheld in meinen Augen. Hallo? Ich schätze mal, er kauft jetzt einen Ferrari. Ich habe gesehen, sie suchen Audi. Audi. Ich habe gedacht, der investiert in Lamborghini. Nicht. Wiederhören. Oder so. Das war frech. Nein. Nee, ich habe gesehen, die Anzeige, der sucht einen Audi Q7. Ich habe den zurückgerufen und gesagt, ich habe keinen. Dann weiß er schon mal einer weniger, der einen zu Hause stehen hat. So. Ach, guck mal, das sieht aus wie ein Lollipop vom Weiten. Rufst du Supreme Court nochmal? Rot und blau. Ja. Ist das grün oder nicht? Das grün. Ist das blau oder ist das grün, Jahre? Welches? Ist das blau oder grün? Können Sie mir mal erklären, warum das Supreme Court im Casino. Das ist Oceanblau. Die wollten gerade hochfahren in State Lollipop. Prison, als wir gesagt haben, wir fahren hier runter. Und auf Höhe vom Casino hat der Fahrer kurz DM leer. Ach so, würde ich auch sagen. Biker Bar Richtung Crabstreet. Ist das schon wieder für Stress?
Hm. Wer von LKC7 warum, warum sind sie anders angezogen als die drei Herrschaften? Weil ich noch Angestellter bin und kein Vorarbeiter. Weil ich hätte jetzt so getippt, dass sie vielleicht der Chef hier sind. Weil der Chef hat immer die rote Weste an. Der Chef ist er mit dem Tablet in der Hand. Und er. Allein, du musst für die spätere Welt was verstehen. Wenn du in einem Staatsbetrieb, so wie die Stadtwerke, arbeitest, dann gibt es einen, der arbeitet. Das ist der mit der Weste und die anderen schauen dumm zu. Na? Das war genau. Jetzt nicht nett. So ist es ja Gott sei Dank nicht. Sie schauen nicht dumm zu, sie schauen nur zu. Wie der Herr gewatschelt ist, der Pinguin voll süß. So, jetzt arbeiten wir alle. Ja, guck, er ist auch ein Zweiter. Bestimmt nein, Pinguine, zwei von drei. Einer findet es. Ja, einer findet es lustig, zwei findet es unlustig. Aber irgendwer muss ja die Verantwortung ertragen. Also richtig. Fällt gerade so auf, ihr sagt voll lustig Ding fahren. Bitte. Na bitte lasst es. Die ist schon krass, dass man mit dem Skateboard bergauf fahren kann. Ich würde ein bisschen zur Seite gehen. Das ist ein Kind, ist ja Leichtgewicht, der kann das. Wie seiner weint. Ich geh mal daher. Ich sage ja, bis einer weint. Ich hoffe mal nicht, dass er jetzt auch unterspringt. Der hat dann voll drauf. Der hat Arschbombe. Scheiße. Sicher der geheime Sohn von Tony Hawk. Anscheinend ein größeres Problem, der Kollege hofft gerade auf, dass der ist ja voll cool zum Fahren jetzt. Mein Fordern ist sicher der Tony Hawk, Skatepark machen. Ich hoffe, es hat sich jetzt keiner irgendwie wehgetan. Kannst du das mit dem Snowboard auch? Nö. Ich hab kein Snowboard, ich kann nicht. Hatten sie ja Speedy abgenommen. Wieder an Funk 1 und möglich. Die tun jetzt Toilettensurfen bei sich da drüben. Toilettensurfing. Ist lustig. So, wann kommt der? Das ist ja normal für Staatsangehörige, dass die immer länger brauchen. Ja, der schlaft gerade. Da gibt's wohl ein größeres Problem mit dem Code Zero, das dauert noch einen kleinen Augenblick. Ja, der ist sicher fett am Scheißen. Der Staatsbeamte schläft halt einfach. Das ist 20 Uhr. Der hat sicher Chili Cheese, der ist richtig fetten Brechdurchfall zu Hause und traut sich nichts zu sagen und sagt, ja, er hat Probleme mit seinem Funkgerät. Stimmt, der hat sicher Chili Cheese Nuggets mit einem Zucker-Dip gegessen. Den hat es richtig durchgeschallert im Magen-Darm-Bereich. Ist der alles klar. Da haut es das Wurzelchuck raus. Wir sollten mal zusehen, dass das sehen. Ja, wenn ein Würstel noch rauskommt, ne? Ich glaube, ja, da kommt kein Würstel mehr raus. Er kommt nur noch flüssig. Deswegen ist Wurzelchakra. So wie man aussieht. Dann noch so ein paar Stücke von der Chili, die man noch sehen kann, diese Chili-Stückchen aus dem Chili-Cheese-Nugget, die sieht man noch im Durchfall. Die spürt man einzeln. Ich will das gar nicht so genau wissen. Doch. Na doch. Ich schreibe sie jetzt auf, dann kann es überprüft werden und die anderen bedarf einen Austausch. Das ist sehr bildlich. Cremig, halbfest und dunkelbraun. Wie setzen sie sich da drauf dann, wenn der so cremig ist? Also bei mir ist der ganz in der Fötusstellung. Aber braun ist mein Stuhl auch, der ist aus Eichenholz. Er macht die Fötusstellung auf dem Ding drauf. Da geht er der Postsacker. Ich sehe ihn schon sein cremiges Stuhlfrühstück essen, wie er in einem Cremestuhl sitzt. Ich will den Stuhl mit Creme einladen. Das ist Sacker, ja. Och, geh doch weg mit deinem Plastikmüll, ey. Ihr passt inzwischen auf ihn aus, ich gehe mal kurz arbeiten. Natürlich. Ich glaube wieder da. Ja, was arbeiten Sie denn? Ich bin bei der Homeland Security. Das heißt was? Sie kommen nach Hause und machen dort Security. Im Zuhauseland machen sie Security. Ganz genau. Im Zuhauseland. Allein bleibst du bitte hier, ansonsten müssen wir wieder Handfesseln anlegen. Nein, ich will noch verabschieden. Gleich bitte. Ich komme ja gleich wieder. Komm zurück in den ja, aber ich will mich noch verabschieden, wenn sie da wegfahren. Aber tschüss. Also, tschüss. Ja, sag ich mal rein. Handel auf der Suche nach dem Rätsel des Xuga. Zucker mit. Mit CK. Rennt er wahrscheinlich gleich weg. Bibifratz. Es ist jetzt wieder dieses Problem. Ich weiß nicht, hat der 5M Scheiß da rein? Irgendwas geht da gerade. Spielt er verrückt mit dem Persistence Script und den ganzen Code Zeros. Grüß dich. Hallo? Derjenige, der mich anruft, hallo. Hat, kann mich jetzt gerne Servus. Anrufen. Du hattest mehrfach Code Zero und dein Auto ist weg, gell?
Hallo. Hallo? Ah, jetzt, perfekt. So. Du hattest mehrfach kurz hier und dein Auto. Ja, genau. Mehrfaches RSX-Timeout ist die ganze Zeit durchgeschallert. Jetzt ja. Konnte ich wieder joinen und mein Fahrzeug ist alles verschwunden. Dann steig ein, wir fahren zur Versicherung. Jo. Das ist tatsächlich leider in letzter Zeit ein häufigeres Problem, was auftritt. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Gestern Abend auch die ganze Zeit. Ich konnte auch niemand drauf joinen. Wir wissen nicht, woran es liegt, aber es liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht an uns, weil wir haben nichts verändert. Deswegen, das kommt von einem auf den anderen Tag plötzlich. Also da kann man nicht... Es kommt von einem auf den anderen Tag. Mhm. Aber... Ja, Zeit am Himmel und dann ist das einfach so. Ne, es kommt die ganze Zeit ESX-Schaller durch, alles drum dran. Ja, ja, aber ESX sind ja nicht wir. Großteil wirklich bloß ESX. Ja, deswegen sind aber nicht wir, ne? So, da kommt. Warte mal, du kriegst noch Geld. Dann hol ich einen Kanister raus. Bitteschön. Mhm, okay. Sollte es nochmal vorkommen, ja, einfach nochmal rufen. Alles klar, machen wir so. Ich hab mich doppelt. Vielen Dank auf jeden Fall. Gerne, ciao. Ciao. Ein schicker R8. Ja, in letzter Zeit hat 5M. Sind da im Chat bei mir irgendwelche Server-Owner zufällig oder irgend sowas? Wahrscheinlich habt ihr auch mit eurem Server gerade ein bisschen zu kämpfen. Ne? Ich meine, man braucht ja nur wieder schauen. Das allein wie oft jetzt schon wieder 5M down ist in letzter Zeit und so. Es gibt immer so Up- und Down-Phasen. Manchmal läuft es durch einen Monat problemlos und dann hat es wieder so eine Up-Phase, dann hat es wieder eine Down-Phase, wo gar nichts geht. Wo es wieder ein Struggle ist zu zocken. Ich schätze mal, es liegt halt auch schon bei uns auf der alten ESX-Version auf. Auf 3.0 haben wir schon alles, nur das Neueste vom Neuen. Macht ja auch einen riesen Unterschied dann. Ich muss noch einmal kurz einen Blick zu Matze werfen, ob da schon... Links auf die Vor, mit einem 1086, mit einem LKW... Ich bin immer am Scheiß, was, das darf doch nicht wahr sein. Flucht hat dabei, wollte ich halt nur weg von dem Typen mit der Waffe. Und der hat sich nicht drum gekümmert, der Herr Pedila. Ja, aber das okay. Sind die anders. So. Schwerter? Ja, hallo. Ah, super, grüß Sie. Das ist jetzt der Oberpinguin, ist jetzt da. Ja, kann ich Ihnen sonst noch helfen oder? Bitte? Ja, wieso sind Sie jetzt hier? Wegen dem Kind? Ist was Besonderes? Ja, da haben wir ja soweit jetzt das Ganze besprochen. Da werde ich jetzt nochmal mir ein vernünftiges Strafmaß überlegen. Du uns was für die Entwicklung. Schau, der ist erst 14, ne? Du uns was gescheit. Stell uns an einen Hotdog-Stand. Du uns ein, weiß ich nicht, der Schönsten zum Wirstelhannes, also, um mir zum. Das Problem ist jetzt, wenn ich mal in seine Strafakte gucke, dann ist da schon ordentlich was. Was haben Sie gesagt? Das heißt. Wenn ich jetzt in seine Strafakte gucke, dann ist da schon ordentlich was. Ja, der hat es schwer gehabt in seiner Kindheit. Das müssen Sie ja mit einbeziehen, bitte. Ja, dann wird es, glaube ich, Zeit, dass wir mal ein Resozialisierungsprogramm auf die Beine stellen. Also, nö. Zur Information, das PD hat davon nichts gewusst. Oder hat den Beamten vor Ort gesagt, sie sollen bitte sich mit dem Marschall absprechen. Und das PD schlägt vor, entweder halt Sozialstunden, beziehungsweise halt, wenn du das so entscheidest, als Richter hier vom Port halt Rasen nehmen. Oder sowas. Gibt es eine sinnvolle Aufgabe, steckt es nicht ins Gefängnis? Da geht er nicht hin. Ja, wie gesagt, ich. Also, wir müssen ihn rein rechtlich dafür ins Jugendstrafgefängnis stecken, aber wir können ihn halt.
nirgendwo reinstecken. Das Einzige, was man muss, ist sterben. Das muss man. Das stimmt. Richtig. Aber wenn sie die Kapazität nicht haben, dann dürfen sie doch gar nicht. Ja, das habe ich ja auch so weitergesagt. Also, ich wurde ja angerufen und mir wurde gesagt, ja. Jones, das Kind hat Scheiße gebaut, das sagt er auch nicht und deswegen gibt's ihn irgendwas. Tut's ihn ein bisschen, kann's nicht ein bisschen ärgern, aber tut's was mit ihm. Tut's ihn beschäftigen, das tut die Kinder immer gut. Ja, mal, lass es doch am Hauptplatz ein bisschen sauber machen. Ein bisschen Kaugummi kratzt, ein bisschen auf. Ich habe eine bessere Idee. Er putzt einfach mal hier im Court einfach mal die Fliesen. Zum Beispiel. Das ist auch eine Idee. Könnte ich auch machen. Und weil dann habt die Marshalls ihn auch direkt im Blick. Das können wir auch machen. Super. Ja, mache ich das. Passt, ihr findet da eine Lösung. Dann hol ich mir gleich das ganze Zeug und dann gehe ich hier putzen. Wo ist denn hier das ganze Zeug zum Putzen? Das soll ich was in meinem Auto drin. Er könnt ihr auch Innenraumreinigung von eure Autos machen. Das ist überhaupt nicht wie so ein Kinderverschlepper. Ich kann mal beim Auto gucken, da habe ich die Sachen drin. Ist das? Easy. Da ist gerade irgendwo ein 1080V. Aber zuerst gehe ich zum Einsatz. Zuerst gehen wir Leute helfen. So, was haben wir da? Im Radio ist gerade nichts. Bin aus Versehen aus dem Auto. Hoppala. Was bedeutet aus Versehen? Kopflosen machen schon wieder nur Scheiße. Er muss mir jetzt einmal definieren, was es heißt, aus Versehen aus dem Auto zu gehen. Ja, keine Feststellung mehr. Der ist halt offroad in die Berge geflüchtet. Jetzt ist die Highway einmal komplett durch, bis zum Safe Prison, keine Feststellung. Einen wunderschönen. Grüße. Es kam gerade dazu, dass ich das Auto ausgeparkt habe. Dann hat mein Kollege aus Versehen auch eins ausgeparkt. Ich wollte aber schon aussteigen. Dann hat das halt überschlagen und ich bin noch nicht ausgestiegen. Mhm. Also okay. Er ist beim Umdrehen schon ausgestiegen. Das ist ganz komisch gewesen. Okay. Also grundsätzlich, das kann passieren. Schön ist es, wenn man es ausspielt. Also würde ich einfach sagen... ja, nee, also ich meinte, ich habe... Hat er halt jetzt einfach Homeland gerufen, weil ich halt ausgestiegen bin. Ja, richtig. Dann ist für mich kein Problem. Setzt sich einfach wieder rein und dann macht's RP draus. Alles klar, dann passt das. Okay. Aber alles Weitere ist nicht so schlimm. Kann passieren. Alles klar, ja, alles gut. Alles klar, also ciao. Ich rufe das FD. Ja, habe ich schon. Jetzt kommen aber die Einsätze hier rein. Haben wir eine Einheit auf dem Highway? Nö. Ich wäre jetzt in der Nähe des East Highways, ja. Finde ich aber immer korrekt, die Leute, die sich selber stellen. Solche Leute bestrafe ich auch nicht, weil sie wenigstens ehrlich sind. Ehrlichkeit hat bei mir... Ui. Ehrlichkeit steht bei mir halt ganz oben. Ehrlichkeit wird immer belohnt. Ja, kannst du Standby aufheben, hab ihn angehalten. Linken 13, 1086, East Highway Brücke, Fort State Prison mit einem Mercedes. Sag mal, wo leiten der mich Kennzeichen hin? Kennzeichen Feu A frei. Feu A frei. Feu A frei. Bang, bang. Jetzt habe ich einen Tuning-Chip gar nicht mehr, fällt mir gerade auf. Stimmt, aber ich wollte dann nochmal zu Matze. Okay, warte mal, Freunde, wir machen das anders. Damit ich schneller zu Matze komme. Grüß Sie. Moin.
Ich habe da hinten kurz Waffen fallen lassen, weil wir hier gerade mit PD zu tun haben und ich keinen Waffenschein habe. Jetzt wollte ich gerade da hingehen und die wieder aufheben, weil die mich doch nicht durchsuchen. Die sind jetzt aber nicht mehr da. Ist das normal oder sollte es nicht so sein? Ich würde sagen, es ist normal. Ja, dann, du, gar kein Thema, dann sind sie jetzt weg, das passt. Ich muss es selber nochmal testen. Ich hatte den Fall hatte ich noch nicht, aber ich würde sagen, es ist normal, deswegen, weil das mit also, dem Waffen fallen lassen eh schon immer ein bisschen gespenstisch war. Ja, okay, nee, ich, weil es hat mich gewundert, nicht, dass jetzt halt irgendwas scheiße ist, deswegen. Ja. Wollte es halt einfach nur. Ich werde es einmal testen lassen. Und dann schaue ich. Wie gesagt, hier vorne bei dem Pfeiler laden, sondern bin ich bis hier hingegangen. Ja, ich glaube, das ist aber nur in einem gewissen Radius dann. Ja, okay. Bleiben da, haben wir nämlich was einbaut, dass man die nicht, weil sonst würde man den Server zu sehr belasten, wenn überall so, Waffen ja. Dann liegen würden. Ich glaube, die gehen einfach von selber so weg. Ja, gut, dann passt. Batze! Alles klar, alles klar. Ciao. 13, ja. Batze! Und 1076. Jetzt geht's los. Ja. Irgendwer hat mich am Scheißhaus eingesperrt. Ja! Warte! Jetzt geht's los! Ja! Matthew? Fick dich! Irgendwer hat mich auf Scheißhaus eingeschlossen! Schau! For real, ne? Derjenige, der das war, dem schiebe ich so eine Barriere in den Arsch. Oh. Ich krieg's auch nicht weg. Schatz, ich krieg's nicht weg. Muss, die Barrieren muss der wegmachen, der sie auch hingestellt hat. Ich weiß nicht. Also darf man dann die Pflanze benutzen? Was? Draußen wieder runtergehen. Jo, die Leute, die weiter bedienen, danke. Warum sind dabei hier an Schuhen? Keine Ahnung, jemand hat sie da hingestellt. Ich weiß es nicht, was das wieder von schlechter Schatten. Warte! Welche Kündigungen und Abmahnungen flattern? Ja, gar kein Problem. Hier haben wir jetzt andere Probleme. Abend. Grüße. Hallo. Irgendjemand hat sich hier einen schlechten Schatz erlaubt und hat Herrn Messi eingesperrt mit zwei Barrieren. Warte, ich schwör's euch, ich kündige euch alle. Batze! Mann, warst du das, du Drecksack, Alter? Ob ich das war? Keine Ahnung. Sehen Sie, wenn das Licht angeht. Ja, gut. Danke. Edward 24 löst sich auf zu linken 24, der 10-7 geht und linken 24, der 10-8 bleibt. Linken 51, kurz 10-7, bis später. Später. Bin wieder frei. Hallöchen. Linken 13-9 geht sich auf. Wer so lange am Scheißhaus ist und trotzdem im RP nichts anderes verdient. Und Link 13 Sam perfekt. Ciao, ciao. Oh, da ist da unten, da ist Stress. Ach so. Die beobachten die Leute da wegen den Pflanzen. Aber die wegen den Pflanzen sind gerade. Sind gerade da. Victor 11, Victor 14, bilden Victor 11, Sinten 8, CD. Was macht Kurt? Ich finde dieses los, wie das ein paar Leute drauf geschissen. Ja. Der steht hier mit Putzschau und Besen oder so. Bravo, Kurti. Bravo.
Jungs. Aha, okay. Ich würde Sie anbieten, das Telefonieren und das Funk zu hinterlassen, solange Sie im Gebäude sind. Das FD hat nicht genug Manpower, ja. Die sind gerade... Also für so ein Riesenszenario sind die gerade nicht optimal aufgestellt. Was ein Riesenzugriff da. Ich hoffe, dass ich schau mal dieser Street Gang Bande zu. Das ist gerade das Beste. Ich hoffe, die fahren dann danach. Mal raus. Eine Frage um beim Jagd- so, wie sieht das bei den Füßen aus? Da, das ich kann sie bewegen, sie hier so mein Ding nicht mehr sehen. Ferien, ja, die hätte ich auch gern. Damals noch in der Schule, wo das Leben so richtig sorgenfrei war. Deine einzigen Sorgen waren damals, pünktlich in die Schule zu kommen. Dann halt nicht ganz in der Schule zu verkacken. Mehr Sorgen hast du nicht gehabt? So. Ne? Weil jedes Mal, wenn du heimkommen bist, stand Essen am Tisch. Du hast dir um Rechnungen, sowas hat nicht existiert. So, Rechnungen bezahlen, Geld verdienen, den, die nächsten Monate noch überstehen finanziell. Solche Sorgen hast du nicht gehabt. So, dir gedacht, was ist in 4, 5 Jahren? Kann ich mir da meine Träume verwirklichen? Kann ich mir da noch überhaupt das leisten? Hast das Kind nicht gehabt. Das Kind bis da gesessen, so. Wenn du eine gute Note geschrieben hast, bist du Mama und Papa verwöhnt worden. Hast mit deiner Freundin den ganzen Tag gechillt und gemacht, was du wolltest. Also, ja, das waren schon noch die tollen Zeiten, ne? Ja. Ich meine, klar, als Erwachsener hast du halt mehr Möglichkeiten, du hast halt Geld. Du kannst dir dann halt so Sachen kaufen wie eine Playstation oder ein teures Handy, ein Auto und solche Sachen, Autofahren. So Erwachsenen-Dinge machen, ist schon geil, ne? Aber als Erwachsener, der Preis dafür ist, du hast halt Sorgen. Den ganzen Tag hast du Sorgen. Deine Gesundheit, das Finanzielle, allgemein so alles Mögliche. So viel Sorgen, so viel Stress und musst dich um so viel Scheiße kümmern. Tagtäglich, dort ein Brief, da Rechnung, dort da. Das Kind. Hast du noch gechillt gehabt? Geil wäre das Leben von einem Kind, aber in einem im so als Erwachsener. So dieses sorgenfreie Leben. Das wäre doch das die höchste Kunst, die du erreichen kannst. Ich glaube, einer der wenigen Wege, wie du das erreichen kannst, ist, glaube ich, wenn du ein Mönch wirst. For real. Also ich glaube, wenn du so schaust, wie die Mönche im Kloster, die trainieren ja nichts anderes den ganzen Tag, außer dieses Gelassensein, dieses alles hat seinen Grund und bla 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 und die leben da voll im Einklang mit sich selber und allem, was da ist. Die leben halt so sorglos, weil sie halt lernen, mit Sorgen umzugehen oder halt, keine Ahnung, dass nichts wichtiger ist als das Hier und Jetzt. So, die haben keine Sorgen für irgendwas. Die, weil sie auch nichts haben, ne? Mensch macht sich nicht Sorgen drum, ob er sich, keine Ahnung, noch die Wohnung leisten kann oder so. Oder ob er sich dieses T-Shirt von Bruno Banani leisten kann. Das ist dem wurscht. Das ist wirklich so. Die haben halt nichts. Haben nichts, haben keine Sorge. Leben halt fürs Meditieren, fürs Arbeiten, fürs was auch immer. So, fahren wir mal zum nächsten Einsatz. Azu Gamer, Grüße aus NRW, bist der Beste, mach weiter. Dankeschön für 10 Euro. Dankeschön. Danke für die lieben Worte. Aber ich denke, von solchen... Das stellt sich vor, ihr geht ein Jahr in ein Kloster, so ein Mönch ein Jahr lang werden oder so. Ich glaube, das wäre voll die heftige Erfahrung. Ich glaube, da lernst du in dem Jahr, lernst du für dein ganzes Leben. Mit dem
Kennzeichen 22. So, geh ein Jahr zu einem Shaolin oder so. Kollege, mit Hallo. 1086, so. Motiv ist eben gerade auf. Nee, ich hatte gerade zwei Crash. Dann ist die Karre, die habe ich halt da vorne irgendwo in der Leit- oder hier irgendwo in der Leitplanke vorgefunden. Ja. Und die ist jetzt halt, also in meinen Augen jedenfalls komplett hinüber. So. Fahrzeug angemeldet. Bitteschön. Danke dir. Gerne. Ciao. Schönen Abend dir. Jo, ciao. Ich finde den Char, Alter, diesen Style von dem Char finde ich heftig. Also nicht, das heißt jetzt nicht, dass man das jetzt unbedingt machen will, aber ich glaube halt einfach, so wenn du das machst, so dir wirklich sowas, ich glaube das kann richtig heftig werden. Wird die Nationalbank gerade gemacht? Oh ne, die Nationalbank brennt. Krass, ich wusste gar nicht, dass die brennen kann. Also, dass das mitunter ein Ort ist, wo es brennen kann. 1-7 steht auch nur im Grundstück. Was machen die? Ach, denn. Besprechen. Du bist Mitarbeiter, hast du gesagt, ne? Ja, erstmal halt, also das im Prinzip alles hoch bis Facharbeiter. Also, Azubi, Assistent, Mitarbeiter, Facharbeiter. Also, nee. Adobe Assistent Mitarbeiter. Ich werde dann von da unten nach oben anfangen. Ich will bei Azubi anfangen. Und Azubi, die Leute, die bis oder alle ausgenommen vom 1.7. Linken vor die 1076 Mechaniker. 6 Apparatur. Was ist denn da passiert? Wobei heute sind sau viele da vom. Ach du Kacke. Heute sind einige da vom FD. Aber die, wie man sieht, die sind halt extrem eingespannt, ne? Stuff to the end. Ich kann das klauen. Eine neue Street Gang, fühle ich. Ja, ich habe mir da nochmal zum Thema zurückgezogen. Ich habe mir da mal so eine Doku angeschaut. Von den Shaolin-Mönchen. So. Ich meine, es ist hart, was die machen. Um Gottes Willen, Alter. Da brauchst du Selbstdisziplin. Over 9000. Lol. Keine türkisen Haare mehr. Das ist weird. Aber ich finde es richtig inspirierend, so was die machen und wie sie es machen. Bin echt. Also ich finde sowas echt eine geile Inspiration, wenn du so einem ausgelernten Mönch oder so einem Shaolin-Meister zuschaust, über seine Einstellung über alles, über die Welt und über sich selber und alles. Das ist inspirierend. Kann ich euch nur empfehlen, so ein paar Reden oder so anzuhören von solchen Leuten. Das ist krass, wie die halt alles so sehen und nehmen und so. Da liegt. Ich glaube, die haben ihre Pflanzen vergessen. Das sind doch die Jungs da. Nö. Müssen wir das morgen oder die Tage mal, dann muss man halt direkt gleich. Am besten einer guckt schon mal an den Spot, dass man gleich loslegen kann. Nee. Aber ist die Show gepennt gegangen ist wieder. Bist du nur lang auf? Hallöchen. Ja, hallo. Das wäre das gute Prachtstück. Denkt sich gerade so, ich kann mein Auto nicht ausparken, Mann. Verdammt, Mann. Linken 36 für JB. Linken 31. Ja. Go ahead. Ja, Sie können aber nicht stattfinden. Sei mal ehrlich, wenn ich. Darf ich oder muss ich? Ich hab grad echt Spaß im Konflikt. Würdest du, wenn ich eine Frau wäre? Sei ehrlich. Außer Sie wollen nicht. Das ist bescheuert, Mann. Also, wenn es okay ist, würde ich anmarken. Anmus. Oh, hey. Hey, ja! Du bist bescheuert, Mann. Bro! Schwul mich hier nicht an. Willst du Stichbruder?
Nein, fuck, ey, nein, Mann. Das wird ernst. Achso, 38, sorry, my bad. Tschüss. Ja, check, ich wollte 36. Eigentlich wollte ich nur mit der Schlacht haben. Ich habe mitgehört und möchte auch gern wechseln. Wir sind Jet. Danke, danke. Okay. Oh Mann. Hero. Oh fuck. Was für die Faust, Mann. Meine Nase, Mann. Gefangen im RP. Absolut gefangen. Ja. Meine Nase tut jetzt weh, du Penner. Ja, Mann. Ich hoffe, die fahren jetzt noch zu ihrer Plantage. Deine Waffen haben wir aus dem Auto rausgenommen, ja? Ja, der Fahrer war eh gerade auf dem Weg in die Richtung. Check, check, one. Check, one, 10-8. So, habt ihr Möglichkeit, zur Werkstatt zu kommen, oder? Patrick, danke nochmal für den Subgift, Kuss, auch wenn es nicht funktioniert, Leute. Was für ein Arsch. Okay. Alles klar, danke, ne? Soll ich mal mit Roller fahren, Bro? Hallo, Mann. Ich schau dir denn jetzt zu. Mit einem VW Golf. Beim Bro Makuchi Sandalen, nicht Schatzi, nur aus Trotz. Schatzi, danke schon fürs zweite Subgift heute. Na, sage mal. Wo willst du hin? Wir müssen Krankenhaus, Mann. Soll ich's fahren? Sie machen Fotos, da schon platzen, aber Apache bleibt geil. Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Können überhaupt zwei Leute auf einen Roller? Patrick, danke auch nochmal für den Subgift-Fuß. Ja, und dann von hinten Drive-By, Mann, das ist geil. Sie machen Fotostaschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Lost Panda, danke fürs. Dankeschön für den Subgift. Bitte fahrt jetzt einfach dann hoch. Ey, yo, verdammt, Mann. An der Nationalbank ist, möchtest du mich an einem Gebirge? Jetzt müsstest du in die Nazio rein. Ausrauben. Negativ da, so wie du jetzt gerade stehst, passt. Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schießen. Oh, was ein krasser Style. Sie machen Fotos, da schon Platz an, aber Apache bleibt gleich. Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Geiles Lied. Ja, jo. Herr Dominik, kam euch ein Mercedes S63 oder so in die Abend vorbei? Negativ? Nee. Hallöchen. Oh, hallo. Nur zwei Anmarkteinheiten. TV. Hallöchen. Da vorne. Da unten, Bro. Da stehen sie doch. Moin, moin. Moin. Ja, immer Hintereingang, wa? Ja. Hinter. Roger. Ich schaue solchen Leuten, die so richtig gefangen im RP sind, immer so gern zu. Aber ich hoffe einfach nur, die fahren da jetzt hoch. Und dann gibt's so richtig dort. Gegenüber von der Pizzeria mit einer Rostlaube Kennzeichen LA Lehrlampe. Neuen Mitgliedabzeichen sind sehr schön geworden. Es ist nur eine Ergänzung. Kannst du mal kurz nach? Danke auch nochmal an Lost Panda. Kuss geht raus. Achso, warte. Also wenn das überhaupt eine Nummer ist, Mann, ja? Was hat er denn dir geschickt? Also er hat mir Zahlen geschickt, Bro. 1, 2, 1, 2, Bro.
1, 2, 3. Und die 800, es könnte eine Nummer sein, wenn man die 800 noch davor macht, ja? Würde mich darauf jetzt nicht verlassen, dass es wirklich eine Nummer ist. Ah, mir scheißegal, Mann. 1, 1, 2. Vielleicht wollte er mir auch Geld so per SMS. Geld per SMS. Alles klar. Hallo. Ich geh gut dann einmal runter zu Anders. Ja, alles klar, Bro. Alles klar. Mafiosis? Der NRB ist echt krank und sie sind auch nur sehr sympathisch. Von denen bis jetzt auch nichts. Eine Runde barken. Nichts. Ein negatives Strand, gleich mal eine Runde barken. Zeig ich dir mal. Das machen wir dann mit den Hunden. Oder das müssen die dann machen. Kann man sich irgendwo Leinen kaufen? Müssen wir morgen dann kaufen. Nein, machen wir ganz halblang jetzt. Wir kürzen ab. Oh, ich glaube nicht, dass hier so. Yo! Ich kam gerade erst frisch aus dem Krankenhaus, okay? Ja, gleich nochmal rein. Ja, super. Ja, schön da, oder? Wo bleibst du? Kriegst du mir meine Waffen? Die beobachten auch schon. Die beobachten auch. Ja, warte, ich zeig euch nur das schnell hier. Es geht nicht, Mann. Ich komm nicht runter. So müssen die dann machen. Bro. Okay. Mann, ich bin ein Fuffmann. Fuck, Mann. Ach du Kacke. Warte, ich hab hier was bei. Ja, mir fehlen ja beide Waffen jetzt, ne? Hast du mich abgezogen, sagst du? Aha. Jo, jo, jo. So, das kriegst du von mir. Die sind richtig gefangen, Alter. Oh, ja, mal, er hat die Spendierhosen an, Homie. Die Hunde dürfen man erstmal an meinen Joint ein bisschen dran nippen, Bro. Boah, da kommt er mit dem Familienvan. Ah, sind alle Brüder drinne. Was denn, das hast du da drinne? War tot, Mann, das ist ein fucking Leichenwagen, Mann, ja? Hier nimmst du die Glocke und die Mossberg raus. Ja. Du, hier kommen meine ganzen Brüder raus, Mann, hier kannst du auch für Drive-By rausmachen. Oh, die Pumpe ist sogar gut geladen. Da kommen meine ganzen Brüder raus. Ja, Jungs, also ich park jetzt ganz kurz aus, als Info, ich parke aus. Ja, warte, warte, ich pack auch. Digga, und dann Drive-By hinten raus, Mann. Dankeschön. Fuck. Eines? Versichert Steffi 2, letzter Dispatch, Fahrzeug-Kartellsphase, ergo. Eine Einheit kann überprüft fahren, aber mehr auch nicht. Oh, ich hab Edding bei, Bruder. Mann. Ich bin bereit, die Cops zu scheppern, yo. Wir ficken die Cops. Gehen die jetzt wirklich auf... Glaubst du, die wissen, dass da oben observiert wird? Oder warum sagt, sie gehen jetzt die Cops scheppern? Oh, nee, nee. Der Hurl im Waffengeschäft. Okay. Ey, wo wollt ihr hin, Mann? Ey, warum fährst du rechts lang? Ich rase hier nicht mit 200 durch die Stadt. Hm, macht er nett oder was? Link 50 in die Fristoffer.
Neu anbauen. Das waren 120, Bruder. Inspect One, Penalty 6 beendet. Hey, Jungs. Denkt ihr, die Cops warten immer noch, Digga? Die Safety Cops stehen da immer noch in den Büschen, Bruder, ja? Haben jetzt bestimmt. Stimmt, die sind glaube ich eh schon safe abgelaufen, die Pflanzen, Bruder, ja? Ja, komm her, ich geb die Taschengeld. Was essen wir? Yes, Sir. Du weißt, Studium und so. Roggenbrot mit Schinken. Ja, Jamie sagt doch immer, ich sehe aus wie so ein Ghetto-Student. Salatgurke. Ja, mit deiner Brille. Warte, Mann. Hashtag gesund. Was denn vor, wenn du magst uns dich mal ein Palito deiner Trinken? Ja. Okay, die wissen, dass die Cops da oben beobachten. Die wissen das. Schade. Die werden da jetzt nicht in den Mini fahren und scheppern. Ich glaube, Plantkurten, Überfall. Ich versuche gerade den Abschlepper zu klauen. Bräuchte den Dietrich. Es wäre lustig, hätte er das jetzt geschafft. Naja, du hast gefragt, ob du es kaufen möchtest. Mhm. Das bestätigt. Prosciutto. Schön Prosciutto Cotto. Da ist Matze. Gute. Die vor informativ an der Werkstatt versucht ein kleiner Junge Abschlepper zu klauen. Aha! Adam 56, Nee, Gute, macht schon wieder Scheiße. Oh, hier ist offen. Hallo. Tief, den kleinen Jungen habe ich nicht gesehen. Oh, das ist das Pissoir. Jetzt gibt's Stress. Hallo, nicht hingucken. Können Sie nicht in den Mülleimer pinkeln? Das ist doch ein Heinz. Oh, Entschuldigung. Wo ist denn der Matthew jetzt? Scheinbar doch nicht mehr hier. Warum sagen Sie? Voll in deinem Maßen ermessen. Ich würde sagen, du redest jetzt mit denen. Was ist deine Meinung dazu? Es sind, also ich sag's dir so, solange die Kunden nicht beschissen werden bei der Rechnung und sich um die Kunden gekümmert und die Kunden, um die Kunden gut gekümmert. Ja, weil der hat gerade probiert, Schlepper zu klauen draußen und hat bei uns oben vorhin ins Büro gekackt und jetzt hat er reingepinkelt. Oh, hat aber ganz schlechte Erziehung genossen, wa? Dein Schatzi. Oh. Ich hab gar nichts gemacht. Oh, dein Schatzi, sag ich. Ja, sag ich ja. Ich hab gar nichts gemacht. Wallah, ich hab nichts gemacht. Du bist dein eigenes Ja. Soll ich dir jetzt die zwei ausgeben, oder? Das klang wie Ja, Markus. Gerne. Was machst du? Ich wollte von dem Tuner den einmal gegenprüfen lassen, was der alles getunt hat. Okay. Hab ich geschenkt bekommen von meinem Tuning Vater. Ist, glaube ich, gerade schwierig. Stark. Mhm. War wohl nett. Bei der Nazio ist nichts, da brennt's einfach nur. Inspect One 1086 mit einer G-Klasse, Kennzeichen SMX Leer 479 auf der Straße Richtung Autohaus. Ich wollte auch mal die Gefangenen anschauen. Wie ist denn die Stitch? Ah, Steffi White ist auch da. An. Aber Videotelefonie gemacht, da ich so, hör mal, Papa, ich hier ein bisschen Geisel einpacken kann. Ich denke, ich der jetzt nein, jetzt nur ein Palito und Tender, wenn ich mich in der wie hießen die noch mal schnell? Wie Stitch. Stitch. Snitch. Wie hießen die nochmal schnell? Die Dame heißt Michelle. Oben nach unten, irgendeiner wird mir wohl einfallen noch.
Brauch nur einen von den Stitch und Streetlife. Ah ja, Streetlife. Stimmt, hier ist einer. Die sind jetzt zusammen. Die eine ist nicht mehr da. Lilo und Stitch. Oder Slitch heißt er, nicht Stitch. Slitch. Freeze. Irgendwas machen die. Das war King an Headling Pass. 12. Wir haben hier einen Supreme Court-Mitglied, was einen Haftbefehl für Ivan Ramos hat. Magst du den mal entgegennehmen? Ich bin direkt vorm Supreme Court. Du stehst vorm Supreme Court? Ich bin direkt vorm Supreme Court, ich komm rein. Chillen sich da in die Base. Wir sind hinten bei dem Parkplatz. Freunde, wie sieht's aus? Schaffen wir heute die 10 Likes? Wenn ja, dann hebt die Hände. Schmeiß die Hände in die Luft. Hey! Alle mal die Hände nach oben. So. Die Hände. Gruppe, da erinnert mich irgendwie stark an die Lancer. Was ist eigentlich beim AMR los? Weiß nicht, kann ich nicht aufrufen. Gruppe 6, chillt. Nähe Hauptplatz, Tanke mit einem BMW M5, Kennzeichen VIV, leer 761, selbst überprüft. Okay. Ja, ich war auch gerade eben nicht anwesend. Karl-Heinz! Alles gut? Ich hab nichts gemacht, wir kriegen einen auf die Plätze. Das war nicht mit Absicht, Karl-Heinz. Doch, das war mit Absicht. Geh weg. Ja, machen Sie mal kurz Abstand. Ich würde die Waffenstelle, Scheinstelle also aufmachen. Matze. Also ich erkenne jemanden, der so hinsteht, ja, und ja, die Türe hinläuft und so macht, weißt du? Also das erkenne ich aus 30 Meter Entfernung. Also. Nicht machen. Oh, Scheiß, kriegt er da Zuneigung. Scheiß, kriegt er da Zuneigung. Aha. Es gibt einen Heustick. Okay, für John Morris. Zicke, zacke, zicke, zacke. Damit er auch mal in den Genuss kommt. Inspect Bond Energy 6 beendet. Im Wohnzimmer ist gerade was geflogen. Weißt du nicht was? Aber es ist was geflogen. Carter, wir ziehen ab. Die Schläge war genug. 10 vor. Yes. Irgendeine Bestrafung muss da kommen. Also ich bin ja ein Freund von anti-autoritärer Erziehung, aber das... Das war eine autoritäre Beziehung. Ja. Ich schau noch weiter die Streetlife-Jungs dazu. Herr Kollege, da war ein Fahrzeug im Weg. Deren kann man viel lernen. Definitiv nicht, wie man die Spur wechselt. Waffenscheinstelle hat ab jetzt im Ammunition Shop eine Hauptplatz gegeben. Ach krass, die machen das gar nicht mehr im PD. Ah, die machen das jetzt dort. Ey, ich pack den Zapfer einmal. Okay, das ist krass. Die machen das jetzt dort. Ey, geile Tasche, Mann, ja? Ja. Damit sie es, dann gleich einen Schusstest und so machen, das ist cool. Ich wieder da. Oh, ich bin voll, Mann. Der Kollege noch weiter in der Nationalbank. Nationalbank, du kannst so weit abziehen. Hin vor.
bin zu fett, ich komme nicht rein. Weiß ich, Homie, weiß ich. Merkst du, du brauchst mehr Roller, oder? Das war dein fetter Arsch, Mann. Mir egal. Direkt hier im Graben. Aber da hoch. Da hoch bestimmt, aber ich glaube in der Gegend, da sind die echt unterwegs. Keine Ahnung. Ja klar. Aber welchen Wald meinst du? Da oben bei der Holzfälle oder was? Sind wir da? Da kriegen wir doch niemals 60 Pflanzen hin. Hm. Mein Verfressen, also ich, hat gerade festgestellt, dass wir so aber du, ganz ehrlich, Oreo im Kühlschrank haben. Sehr viele Cops. Ich musste das gerade unbedingt kosten, ehrlich. Was geil ist. Hier auch bestimmt viele Cops. Schau, wie sich da schon fröhlich an dem Busch. Aber ich denke, auf den Berg brauchen wir schon mal gar nicht gehen. Wir müssen irgendwo so ein Zwischending finden. Von ganz unten bis nach ganz oben. Oreo-Milchschnitten, ja sowas, Digga. Heftig. Habt ihr schon mal gegessen? Oreo-Milchschnitten? Schmeckt richtig heftig. Oh, ein Hund kommt mich besuchen. Hallo, Stinky. Komm her. Komm her. Der Hund will mal kurz zu Papa. Sag mal hallo. Du mal hallo sagen? Guck mal, da ist das Mikrofon. Vielleicht hört man sie leicht. Sag mal ich hallo. Ich hatte hier in Sandy mal auf ein Grundstück angebaut. Also für eine Person ist das echt geil. Hallo? Ich zeig euch das mal. Lass mal hallo zu den Leuten sagen. Hallo? Haben wir jetzt hier rechts. Hat man was gehört? Ganz gerade durch. Ja, weiß ich, was ist da? Hm? Jetzt kommt's mal ab. Mal hier. Nur mal weiterklopfen, vielleicht sagt sie was. Jetzt checkst du, dass das Mama ist, gell? Haus habe ich wochenlang angebaut. Oh ja, geh mal klingeln. Kannst du dich mal melden. Also 40 würden hinpassen. Aber ich meine, guck mal, so eine Spots sind mega hier. Oh, was ist das? Ui. Oh je. Was ist das? Ja, wer ist denn das? Geh mal schauen. Ganz schnell schauen. Sechs. Jetzt ist Aufruhr. Der ist schon gut. Aus. Dabei hat er gefunden, sechs hat er einen. Wenn ich kann, östlich sowie südlich angefahren werden. Der Group aufholen, ansonsten steigt er der Süß, oder? Den soll ich wieder Offroader fahren. Den 50 können wir Offroader. Den 40 hier links, ach, keine Ahnung, Mann. Aber sofort gemeldet, die beste Alarmanlage ever. 11:31 Frage, sind Pflanzen, kann man da von dem West Highway aus fahren? Wenn wir hier in der Gasse hier jeder eine Reihe negativ durchzieht, ist südliche Richtung oder östliche. Dann vor dem Feich von Route 68. Bezauberndes Bellen. Das ist einfach aufregen.
vor, wird ein Straßenmotorrad in SED besetzen. Wo sind denn die wieder hingefahren? Ich stehe, guck mal da in der Ecke da unten am Strand einfach. Boah, fuck, ja. In der letzten. Müssen wir mal probieren. Ja. 1080 V East Highway. Jawohl. Ich hab näher an der Stadt am Strand schon mal gemacht. Ey, bitte, Jackie, pass auf. An beste Anfahrtsrichtung, Ausrichtung. Matthias Schmidt. Pflanzen bitte wieder funken, schön. Ich stecke mal kurz. Anfahrt Verkehrsanhaltung, Höhe 147 am East Highway, nimmt Sie ein Kennzeichen Schmidt. Matthias Schmidt. Ich hab ihn letztens an derselben Stelle angehalten. DT. Ich geh mal nach vorne. Mit angemeldet, jo. In welchen Punkt wechseln die Pflanzen? Pflanzen wechseln auf Punkt 2. Servus. Super. Ich hätte gerne einmal kurz. Komm, Matthias, haut durch. Der Führer scheinbar. Super, danke schön, Herr Schmidt. Ich überprüfe das einmal, ich bin sofort wieder bei Ihnen, ja? Matthias Schmidt, ja. Komm, zieh durch, Digga. Akte passt alles. Perfekt. Ach Scheiße. So, Herr Schmidt, hier haben Sie schon mal einmal Ihren Führerschein und Ihren Personalausweis wieder. Bitte schön. Wollen wir Sie anhalten? Können Sie sich das denken? Warum ist bisschen so schnell? Das ist korrekt. Level, machen kurz ein paar, ne? Ein bisschen zu schnell, finden Sie nicht? 12 meldet Kampfhubschrauber. Naja, ein bisschen schnell, ja. Genau, über uns. Was? Mit einer MG vorne. Ja, okay. Noch alles im grünen Bereich. Wie geht's über den PD? Der PD tut in der Kampfhubschrauber? Außer Sicht. What? Linktüren informativ. Kampfhelikopter jetzt über der Nationalbank gesichtet. Wer fliegt denn da so ein... Wie heißt denn der Buzzard ist das wahrscheinlich? Da. Negativ. Das ist kein Kampfhelikopter, das ist das FI. Oh. Warum haben die eine Maschinenpistole vorne dran? Das sieht ein bisschen schwierig aus. Achso. Von der Ferne so aus. Das ist, glaube ich, die Frage, was sie dabei haben. Die dann so komisch aus. Alter, haben die gerade hart reingeschissen. Hat das Feuer oder Franz gesetzt, maybe? Link 50, dann Punkt 1, haben wir eine Nachforderung, Straßenwagen, Verfolgung von einem Handwandbaum. Bitte in Punkt 2 dann. Kann eine Verfolgung sein? Ja. Safe eine Verfolgung sagt. Der Straßenwagen, wo wir ein paar Liter abblitzen ist, wenn du respond magst. Linken für die Wunde, Tief. Der FT-Helikopter ist sucht gerade eben am Dach von der Nordrhein-Wagen zerschellt und die Spitze verbunden. Komm, Digga. Boxt sich raus. Oh, er hat's geschafft. Eigentlich bereits vor Ort. Verfolgungsjagd. Urga! Aussteigen. Ich hebe mich. Aussteigen. Hände hoch. Hände hoch. Geben Sie die Hände hoch, Kollege. Mit dem Rücken zu mir. Einmal. Gesicht zu mir. Gesicht zu mir. Ihr schreckt nicht, komm näher und leg ihn erstmal Handschellen an. Ach, warum ist das immer so schnell zu Ende heute? Perfekt, gute Arbeit. Sehr gut, danke für die Hilfe. Och Mann. Warum gehen die heute so schnell auf? Keiner haut mir richtig ab. Muss ich das jetzt selber machen oder was? Ah, ich muss mir das mit der Waffenscheinstelle anschauen. Sicher geil. So, aber ich habe ihn doch extra entsorgt für Sie. Oh ja, das sind also Gefangene. Bei Ihnen passt alles, ich habe alles notiert. Gut, vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem Waffenschein. Dankeschön. Und einen angenehmen Abend. Dankeschön, Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo. Sie bekommen immer noch keinen Waffenschein. Doch, ich will jetzt einen Waffenschein. Einmal Platz machen, bitte. Nein. Ein Waffenschein. Einmal bitte Platz machen. Ansonsten müsste ich Ihnen Platz verweisen. Ein Waffenschein. Herr Norris, ich würde Sie jetzt bitten, einmal hier Platz zu machen. Ich will einen Waffenschein. Herr Norris. Kriege ich zwei Waffenscheine? Ich sag's Ihnen noch einmal. Ansonsten müssten wir Sie mitnehmen und dann werden Sie Sozialstunde bekommen. Kriege ich einen Heli-Schein? Okay, ich hole mal meine Kollegen, okay? Nein, brauchen Sie nicht. Dann verlassen Sie bitte einmal diesen Waffenladen. Alter, das ist richtig bitter. Den Waffenschein kann ich nicht verlassen. Sie wollen mir ja keinen geben. Waffenladen. Sie haben aber Waffenschein gesagt. So, warte, einen Moment. Ich bräuchte einmal Unterstützung hier im Ammunition-Laden. Der Herr Norris, der kooperiert nicht. Ja, links. Alter, Hubschrauber ist abgestürzt. Der haut ab, ihr braucht nicht mehr kommen. Danke, ab trotzdem. Achso, haut ab? Ja, ich hab ihn platzverweis teilt, der ist jetzt gegangen. Stand vor. 11, der ist weg von Panepi. Wo liegen die? Oh mein Gott, der Hubschrauber ist abgestürzt. Staff 2 und Link 5 bin Staff 2 sind 10-8 mit dem Offroader. Da wandert der Pilot am. Warte mal, wo liegt denn der? SBLB war da. Die sind noch da drin. Scheiße, den hast du richtig vom Wind runtergesäbelt. Vom Wind. Laden hier oder sie werden jetzt festgenommen. Ich weiß mit einem 1086 3. Am Waffenladen Hauptplatz 2. Mit einem Fahrzeug ohne Kennzeichen. Also bitte eine Backup. Hilfe, Explosion, jetzt will ich nicht mehr raus. Hier bin ich sicher. Ja, bitte, ich geh schon. So. Herr Norris. Ja. Ist es Ihr Golf? Nein. Dann können wir ihn abschleppen lassen, oder? Ist das nicht mein Golf? Nein. Ich muss aufpassen. Der ist Civic. Wieso? Der kennt ihn nicht. Gehört ihn. Ich habe nur auf meinen Kollegen gehört, okay? Das ist sein Lass. Ich habe auch gedacht, dass er ein Golf ist. Da habe ich gar nicht aufgepasst. Der ist nicht. Hallo. Ich weiß. Darf ich bitte bei ihm mitfahren? Auf der nächste Fall. Gefangene. Wieso denn nicht? Warum sind alle so unfreundlich? Die Frage ist ja, ist das Ihr Wagen? Vielleicht. Vielleicht ja, auch nein. Nicht. Wir lassen abschleppen. Nein, nicht abschleppen! Halt, stopp! Fahr weg! Das Abschleppen ist hiermit untersagt. Herr Norris, machen Sie bitte den Kennzeichen an. Hab ich verkauft. Ja, natürlich habe ich einen Führerschein, was ist das für eine Frage? Ich gehe kurz mein Kennzeichen holen. Herr Kollege, kannst du einmal den Norris festnehmen? Der ist so unterhalten. Ja, bitte festnehmen. Check. So, hier ist mein Kennzeichen. Herr Norris, bleiben Sie bitte anders stehen. Drehen Sie sich doch noch mein Kennzeichen. Drehen Sie sich doch mal einmal um. Ich hab doch jetzt mein Kennzeichen. Ich will mal einmal. Drehen Sie sich bitte einmal was um. Ich hab doch verdammt nochmal nur mein Kennzeichen geholt. Ja, Herr Norris, alles gut. Drehen Sie sich doch bitte einmal um. Und dann? Und dann zeige ich Ihnen. Können Sie bitte aufhören, mit dem Kennzeichen an meiner Hose zu fummeln? Bitte? Danke. Aber ich finde Ihre Hose so schön von vorne. Herr Norris, bitte. Ich will nicht, ich will. Festnehmen, weil ich wieder hier reingegangen bin. Ja, das wollen wir auch. Ich habe mein Kennzeichen geholt. Gucken Sie, aber wir haben Ihnen gesagt, Sie sollen hier nicht mehr rein. Also machen Sie es jetzt von selbst aber oder ich kümmere mich drum, dass Sie sich. Ich soll mein Kennzeichen anbringen. Ich gehe jetzt mein Kennzeichen anbringen. Nein, Sie bleiben jetzt stehen. So, Herr Norris. Das Kennzeichen jetzt. Herr Norris, ich will Sie nicht tasern, bitte. Herr Norris, bitte fahren Sie nicht weg. Ich fahre nicht weg. Das wäre. Mein Kennzeichen dran. Gut. Sie haben gesagt, ich soll mein Kennzeichen verdammt nochmal dran. Dann machen Sie es dran und dann kommen Sie her.
Fahrzeug ist kaputt. Dann muss ich eben zum Hauptplatz. Ich würde es nicht machen, Herr Norris, das wäre verbrecherische Flucht. Hä? Wieso das denn? Weil sie dann vor uns fliehen. Nein, das tue ich nicht. Doch, sie sind gerade reingegangen, obwohl ihnen eindeutig eine eindeutige Anweisung gegeben wurde. Nein, ich pausiere nur kurz ihre Anweisung, komme gleich wieder und wieder und drücke auf Play. Ja, und dann pausiere ich ihre Anweisung kurz alles, was sie sagen, und dann werden sie kurz unten in die Zellen gestoppt. Also, bitte. Halt, stopp! Jetzt machen sie es nicht. Ja, ich will sie nicht mobben. Bitte, Herr Norris. Einfach den Anweisungen des Officers. Es ist doch jetzt, es ist doch alles gut. Jetzt geht's los. Weiter so. Krieg ich Ihre Nummer? Können wir vielleicht unten im Mission Road drüber reden? Ich will doch nicht Ihre. Da bin ich da besoffen für. Ja, gut. Die da vorne im pinken Hemd und schwarze Käppi. Krieg ich Ihre Nummer, bevor ich hier weg bin? Herr Norris. Hallo, ich will Ihre Nummer. Ja, klar. Herr Norris. Ja, wollen Sie meine jetzt. Nummer? Warten Sie, ich will nur die Nummern. Danach komme ich. Ja. Können Sie mir ganz schnell Ihre Nummern sagen? Gut, ja, dann folgendes, Herr Norris, ich werde Sie jetzt gleich aus dem Fahrzeug holen, wenn Sie selber nicht rauskommen. Nein, warten Sie. Ich gebe Ihnen 5 Sekunden, 4, 3, 2, Dankeschön. Und jetzt einmal stehen bleiben. Einmal stehen. Nein! Ich gebe Ihnen, die letzte Warnung. Sollten Sie jetzt nicht kooperieren, werde ich Sie gleich tasern. 69, 0. Sie doch bitte noch kurz an, einfach nur die Telefonnummer. 73. Ah, oh, Scheiße. Oh, der Arme. Er wollte doch nur Telefonnummern haben. Gell, yeah, der wollte nur eine Telefonnummer haben. Ich wollte meine Telefonnummer geben. Dann sind Sie vorläufig festgenommen. Ey, Sie können sich die auf dem. Brauchen Sie medizinische Unterstützung? So, die drei Herren, Sie machen einmal alle einen Schritt zurück. Alle einen Schritt zurück. Mit dieser Sicherung hier, wo ich Ihnen zeige, gesichert. Hm? Und wenn Sie Waffen wollen, schießen wollen, müssen Sie die Sicherung lösen, sonst können Sie damit nicht schießen. Okay. Genau. Also, dann bekommen Sie einmal die Waffen. Geiles AP mit dem Waffenschein. So. Und dann die Waffe bleibt aber so lang, genau. Bis Sie gehen erstmal einmal dahin, genau. Ziel einmal vorne auf dem Brett. Auf dem Holzbrett, genau. Angemeldet. So, und dann dürfen Sie gleich zweimal schießen. Okay. Jetzt. Genau, das waren dreimal, okay. Genau, dann dürfen Sie wieder sichern. Genau, einmal weglegen. Da halt's wie bei mir in der Kathedrale. Genau, und dann dürfen Sie es mir wieder geben. Mach ich. So, dann wissen Sie ungefähr, wie das mit der Waffe aussieht. Genau. Ich finde das aber geil mit dem Waffenschein, Herr Peter, drin. Dann wissen Sie jetzt, wie das mit dem Rückstoß vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Wenn Sie sich entscheiden, fragen jetzt ohne Anwesenheit eines Anwalts zu beantworten, haben Sie immer noch das Recht, die Beantwortung jederzeit einzustellen, bis Sie mit einem Anwalt sprechen. Die Polizei ist jedoch nicht verpflichtet, einen Anwalt zur Verfügung zu stellen. Der Gefangene hat das Recht, die Befragung so lange hinauszuzögern, bis er einen Anwalt gesprochen hat. Haben Sie Ihre Rechte verstanden, Herr Norris? Gefangene im RP. Ich glaube, Sie haben da was falsch ausgesprochen. Ja, aber Herr Norris, die Frage ist ja, ob Sie Ihre Rechte verstanden haben. Ich kann es auch gerne nochmal vorlesen. Okay, dann lesen Sie nochmal vor. Passt dir die Lautstärke, oder? Nee, das ist zu leise. Nein. Ja gut, lauter kann ich leider nicht. Nein, Lautstärke kann ich nicht. Können Sie flüstern? Sie haben das Recht zu schweigen und flüstern. Ja? Können Sie mal so ganz langsam so eine schöne, gesmeidete Stimme machen? Oh mein Gott. Damit haben Sie die Rechte verstanden. Nein, ich habe meine Stimme. Hey, hallo. Alles gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Oh, Hilfe. Mann. Ich komme gleich zum Hauptplatz. Holt Ihre Nummern. Okay. Ja, sehr gut. Oh, keine gute Polizeiarbeit. Keine gute Polizeiarbeit. Best Tools and 15 76. Danke fürs Backup. Leck mich am Arsch. Was habe ich denn da gerade geschaut? Das war gerade lustig. Ja, dann nehmen wir einen vollen Schuss. Seid vorsichtig. Wenn ihr fertig seid. Das arme FD, Alter. Wobei, heute sind sie einige, heute sind sie viele schon. Ja, die Kollegen. Ah, das sind unsere gefangenen Gangster. Wenn wir dann das Geld raus haben, hätte ich gesagt, zahlen wir das Geld einfach durch drei. Die bauen da unten an. Stop 2, 10, 15, 10, 19, Mission.
Matthias Schmidt. Mit auch einen Waffenschein. Mit auch nichts, was sie jetzt keinen Waffenschein beantragen dürfen. Okay, dann passt es von der Waffe, von ihrer Akte passt es soweit. Also, ich müsste Ihnen einmal ganz kurz. Ich muss aber sagen, ich finde es echt geil mit der Waffenschein. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich sage es noch einmal: ich finde es echt geil und heftig. Mit dem Waffenschein-Getue. Aua! Oh, hier ist direkt am Scheiß. Oh mein Gott, Kartell geht jetzt Waffenschein. Kartell geht jetzt Waffenschein. Ja, aber da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Scheiße. Also ich sag's Ihnen, im County Höhe Mautstelle. Also County-Bereich Höhe Mautstelle. Okay? Ja. Zweite Frage, auf was müssen Sie beachten, wenn Sie eine Waffe fragen und Sie von einem Polizisten angehalten werden und gebeten werden, auszusteigen? Ich muss Sie darauf hinweisen, dass ich eine Waffe habe. Genau, perfekt. Ja. Alles klar. Ja, also sogar mit Test und so. Nice. Meine. Victor 11, 1086 mit einem schwarzen Lamborghini SVO Kennzeichen Zoe auf dem West Highway kurz vor Palito. Hallo. Wieder. Ich hatte eigentlich meine Glock 17 weggeworfen und ich habe sie trotzdem noch im Waffenrad, aber nicht mehr im Inventar. Ja. Yeah. Wenn du einen Powernap machst? Das habe ich jetzt noch nicht probiert, aber ich könnte das mal. Probier es mal. Jo. Warten wir mal kurz auf ihn. Powernaps bewirken manchmal echt wahre Wunder. Nicht nur in echt, auch hier. Dann warten wir kurz auf Bros. Brots mit Z. Wahrscheinlich gerade Tickets. Okay, das ist noch nicht. Und da habe ich ein Ticket. Bist du IC? Wenn ja, dann bitte Lash Support. Verfolgungsjagd. Wie jeder gierig ist auf eine Verfolgungsjagd. Schauen wir mal. Folgender Position lädt Karl-Heinz gerade ein Fahrzeug auf, so ein Go-Kart-mäßig auf dem Mechanikerfahrzeug. Und? Ja, hat die Mechaniker mir das gegeben. Ja, das ist glaube ich sein Krankenfahrstuhl. So. Jetzt ist er weg. Siehst du. Dankeschön. Gerne. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ja. Was macht der Kurt gerade?
Er lädt einen Go-Kart auf. Matze! Oh mein Gott. Ich hinterfrag's einmal eher nicht, gell? Ich glaube, es ist gescheiter, wenn ich es nicht hinterfragen tue. Victor 11, 1086 Cent. Dann wissen Sie jetzt ungefähr, wie das. Genau, perfekt, das war's schon. Dürfen Sie mitkommen? Geil. Was könnte man heute eigentlich für ein Auto schallern? Ah, die Award geht wieder rauf. Ich will die nur noch als Ampulle haben, nicht mal als Zäpfchen im Krankenhaus. Ja, die finden. Dann gute Nacht. Also mit was könnte man es heute eigentlich mal versuchen? Hätte schon noch Bock auf eine Verfolgungsjagd. Das PJ. Irgendjemanden habe ich geschrieben, sie sollen sich per Ticket melden. Darfst du mit der Frage, was ist mit dem letzten? Digga, das ging ja schnell. Hallo. Grüße. Das ging ja mal schnell. Nein, der Klon kümmert sich schon. Und zwar habe ich das Haus hier gekauft, davon habe ich den Kaufpreis gebracht. Ja. Aber das Haus ist, wenn ich den Schlüssel weitergebe, verliere ich meinen Schlüssel. Okay. Wie viele Häuser hast denn du? Ich habe, warte. Das war auch nicht grün. Also ich habe immer nur zwei Schlüssel, ne? Okay, das verstehe. Das wären dann fünf. Und das hier ist eigentlich mein Haupthaus, was ich gekauft habe. Da habe ich auch ein Dokument zu. Okay. Dann verkaufen wir es dir einfach neu, würde ich sagen. Probieren wir es einmal. 2,75. Ist da drin irgendwas, was dir hab und lieb ist? Das ist höchstens was zu essen dran, mehr nicht. Okay. Ich schaue es mir mal kurz an, gell? Obwohl, ne, da ist noch Geld drin. Dann gebe ich noch kurz das Geld heraus, ja? Das hat er jo. Nicht gehört, ich sag's ihm. Achso, doch hat er ja, gehört. Ja, hab ich gehört. Shelby, du musst mal gerade aufmachen. Ich habe ja keinen. Ach so, stimmt, ja. Also. Zwar in Palito Bay. Zack, bitteschön. Danke. Dem gehörten 275. Schreib mal kurz rein. Kommando, dann ist jetzt der One und der war dann nicht. Ob's heute nur in der One unterwegs? Achso, deswegen. Da muss ja, ich. Ja, noch... ich ruf dich so. Ja. Alles klar, mal. Jetzt verstehe ich auch, warum es nicht jo, geht. Alles klar, danke. Ciao, ciao. Jetzt verstehe ich auch, warum das nicht geht, weil du nicht der Besitzer bist von dem Haus. Ja, weil ich habe ein Dokument, das besagt, dass ich es gekauft habe, weißt du? Ja, aber das ist gehört deinem Freund, der sich hier abgemeldet hat, ne? Richtig, und ich habe es noch, er hat es mir dann hier unterschrieben, aber irgendwie ist es dann nicht grün geworden. Ja, das funktioniert auch nur, wenn das über uns läuft, oder? Ne? Ja, ich... Dann, wie gesagt, ich war beim Supreme Court, die sagten dann ja, zwei Tage, maximal drei, dann gehört es dir. Aber das ist jetzt auch schon was. Ja, bei solchen Sachen immer bei uns melden. Also schon im RP zuerst über Court, bla bla bla, aber dann, wenn es wirklich ums Umschreiben geht, bei uns dann. Ja, okay, weil das wusste ich jetzt nicht, weil ich habe das noch nie so gemacht. Mit einem Hauskauf, so. Schreibt ihr das dann vom Supreme Court aus dann wo um oder was? Weil ich habe auch mal eins gekauft gehabt und bei mir ist es grün geworden.
275. Linken 50 mit einem 1086 auf dem East Highway. Biker war Abfahrt mit einem Ford Raptor mit dem Kennzeichen Grey, Trennung 1. Mike 54 informativ, neben dem Mission Road PD auf dem Parkhaus schwebt okay. gerade ein ziviler Hubschrauber. Jetzt müssen wir uns beide noch mal kurz ein Powernap machen. Na, ja, kein Problem. Schön, sehr gut. So, dann mal, wenn haben wir, da ist noch jemand mit seinem Haus. Samuel. Okay. Der liebe Samuel hat bei den Mechanikern. Macht ihr das dann nach den Supreme Court-Fällen eigentlich auch immer so? Bei meins wurde grün, wo ich damals den Hauptschlüssel bekommen habe. Okay. Bei meinem. Wenn es halt nicht funktioniert. Okay. Ist halt safer, wenn man es so überschreibt, aber es kann schon funktionieren, aber grundsätzlich machen es meistens mir, was immer irgendwie schief geht. Zum Glück ist es aber immer gut. Nicht, dass noch andere Schlüsse haben. Wie kostet die Bude? 210k. Ist in Ordnung. Schönes Haus da in der Gegend, schön ruhig ist da. Kann man machen. Kann man echt gut machen. Boah, ich bin ja gerade dabei auf 3.0, ne? Die ganzen Häuser und so zu konfigurieren. Das dauert ewig, also das braucht so viel Zeit, aber... Und? Holy shit, sind da viele Häuser. Also allein nur da so schon alles voll jetzt mit Häusern. Da auch alles noch einmal voll. Da oben auch noch mal alles, also... So, dann kommen wir zu mir. Eins oder zwei in, der Konfiguration? Eins. Willst du nochmal nachschauen zur Sicherheit? Warte. Geh nochmal das Haus besichtigen, dann soll es sicher sein. Jetzt geht er nochmal stöbern. Will ich jetzt die 1 oder will ich die 1? 1. Dann machen wir die 2 doch. Die 2 ist geräumiger. Perfekt. Danke dir. Dann viel Erfolg. Wunderbar. Ciao. Ciao. Schlüssel abholen, perfekt. So, okay, jetzt muss ich nochmal zu einem anderen Haus fahren. Neun Kilometer. Alter, da muss ich jetzt quer durch die Stadt. Schau, da unten sind die Gefangenen. Alter, die Kante, ich habe jetzt schon gedacht, jetzt ist vorbei. Rekordzeit zum nächsten Dispatch. Hui. Freunde, wie sieht's aus? Wo sind wir? Schaffen wir die 10 Likes? Wenn ich so im Tunnel ist, kein Ohr, wie lange noch? 5 Kilometer, wir haben knapp die Hälfte. Richman. Oh ne. Ich weiß, wo Richman ist. Das ist
Das ist dort nee, 1 zu 7. Da dieser. Vom alten FD. Fuck, ne, das ist. Das war im Ticket stand nämlich, dass er bei Richmond. Wir sind schon Road to. Ja. Road to 15 Likes sind wir schon. Krass heftig. Ja, dann muss er mal CJ vorbeikommen. Oh! Aua! Jetzt habe ich kurz. Jetzt habe ich das Tablet bedient. Das Stream Deck bedient. Weiter! Road to Unfall, Alter! Das ist. Das darf doch nicht wahr sein. Dankeschön für 10 Likes, ihr absolut Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Alle von euch, Kuss geht raus. Meine Scheiße. Das sogar noch vor 3 Stunden üben. Heftig. So. Und diesmal kurz zum Mechaniker. Also das mit dem Autofahren tun wir nochmal üben. Das funktioniert in Verfolgungsjagden definitiv besser. Da runter säbelt. Die kommt da runter. Oh, von! Oh mein Gott. Autsch. Alles in Ordnung? Ja, aua. Warte mal, steig mal kurz aus. Ich hatte gerade die Bergrallye meines Lebens. Okay. Bitteschön. Dankeschön. Hast du gesundheitlich irgendwas? Ja. Deine Nummer? 224. Danke. Ciao. Ciao. Die Arme. Ich penne heute im Eisschrank. Oh ja. Heute ist so warm, Alter. Das ist der, wer war denn das? Der Samuel. Samuel. Peter, hallo. Kann der Heli, was genau ist denn mit dem Heli passiert? Hello. Ist der komplett Servus. Ausgebrannt? Kommst du mit? Ja. Dann zeig mir mal, wo das Haus ist. Ist im Navi. Perfekt. Danke. Und was hat da nicht hingehaut? Es war so. Hilfe? Es war so, also. Enes Deal ist verstorben eben. Ja. Und es hat aber mit der. Nicht vorher mit der Übergabe des Hauses geklappt. Und jetzt ist das Haus wieder frei zum Verkauf. Ich habe mit dem Supreme Court und alles schon abgeklärt. Es müsste halt nur wieder auf meinen Besitz überschrieben werden. Okay. Ah, ich hatte recht mit der Straße Richmond dort. Das da, ja. Alles klar. Hast du noch zufällig das Dokument oder ist es? Ja. Ist das vom Supreme Court oder? Ja, das offizielle, wo es halt drin steht. Das ist das vom Supreme Court.
Nicht vom A, das ist vom Ding. Das ist der Kaufvertrag von dem Makler. Alles klar, das reicht mir schon. Was willst du für Innenraumkonfigurationen haben? Ich weiß es gar nicht. Also geh nochmal besichtigen. Wir hatten heute im Sport in der Schule eine Halle ohne richtige Lüftung. Ach du Scheiße. Letztens hat mir eine Freundin erzählt, die haben auch bei der Uni eine Vorlesung gehabt im vierten Stock oben ohne Lüftung bei 30 Grad, Alter. Und da sitzen dann 30 Leute drin in dem Raum über 5 Stunden lang ohne Lüftung. Alter. Drin muss wahrscheinlich 40 Grad gehabt haben in der Bude. Also da wäre ich richtig abgegangen wahrscheinlich. Wahrscheinlich rausgegangen. Kann nicht mehr. Verschwind. Aber ich muss sagen, noch bei mir damals in der alten Wohnung, wann ich gestreamt habe in meinem Zimmer, das war ja abnormal. Die zwei. Fragt's Vivi. Bitteschön. Dankeschön. Passt. Soll ich dich wieder zurückbringen oder bleibst du da gleich? Wäre nett. Gut. Danke, dass das so schnell ging. Kein Problem. Ticket kannst du dann zumachen. Jo, mach ich dann. Nochmal zurück. Was war? Bei mir sieht das Auto dermaßen kaputt aus. Echt? Na, bei mir ist das ganz heile. Bei mir ist es dermaßen kaputt. Na. Es kann schon sein, dass es ein bisschen mitgenommen ist. Aber bei mir schaut es normal aus. Die Motorhaube vorne beutelt ein bisschen, na, die Frontstoßstange. Aua. Aha. Ich bin gerade nirgendwo reingefahren, das sieht ja, man dann natürlich. Ja, ich hatte gerade einen Blackout. Wir sind nicht in die gleichen Dimensionen. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Hast du irgendwas gesundheitlich abgekriegt? Ja, ein bisschen was. Deine ID? 330. Bitteschön. Dankeschön. Ciao. Schönen Tag noch, ciao. Aber warte mal, du hast dir gehumpelt schon vorher. Das hätte ich dir jetzt eine reinhauen müssen. Ich wurde operiert deswegen. Ah, okay, deswegen. Gut. Ja. Alles klar, ciao. Nicht, dass der vorher humpelt und jetzt nicht mehr, ich nochmal zusammenkaut. So. Wir verkaufen. Was macht jetzt ein Flohmarkt für so Rollscooter? Irgendwas war gerade, er verkauft. Oha! Gut da. Da muss ich hin. Das ist ja toll. Junge, voll krass, Mann. Rentnermobil ist ja eine wilde Nummer. Mensch, der kleine Junge aus dem Krankenhaus, Mann. Ich hoffe, sie alle kommen. Thomas Kretschmann. Gesundheit. Kretschkowitsch. Das ist aber schon ein sehr männlicher Name. Ich wäre auch so ein Rentnermobil. Ja, ein Rentnermobil, das ist sehr schnell. Damit das Ding hier ist. Das ist doch geil. Was kostet das? Der ist cool. Ich will den hier. Ich will den Flieger. Nummer, was kostet das Ding? Hey, das Ding hat sogar geredet. So, wir verlosen das. Wir machen hier gleich ein Angebot und dann schauen wir, wer das größte Gebot hat. Was kostet das? Kommt das den ganzen Tag. Wie, das machen wir jetzt. Ach, dringend mit Auto. Ja, ein ganz kickiges Angebot.
Vielleicht kommt Speedy hierher. Steht auch zum Verkauf, oder? Was? Steht das auch zum Verkauf? Ich nehm das. Für 300 Trillionen. Ich biete 18.700 Dollar. Aber ich komme zum Bad an. Geh wieder rein ins Gelände, komm, da, husch, geh wieder rein. Wie die? Alter, schau, schau, wie sie alle herfahren, schau. Wie sie auf einmal aber alle kommen. Ein Agera. Mit dem Civic vom PD. Das wäre interessante Verfolgung, sagt. Civic gegen Civic. Das wäre eigentlich wirklich eine geile Challenge. Machst rein, Lackierung, Scheibentönung voll. Matt schwarz. Ich glaube, da checken die dann nicht, gell, dass der wahrscheinlich. Ich glaube, die würden nicht checken, dass der wahrscheinlich vom PD ist. So, die denken dann einfach so, okay, einfach dauerhaft matt-schwarz. Felgen bleiben original. Na dann. Alter, schaut ja badass aus, ey. Guck dir das an. Probieren wir's halt. Das schaut ex- ich finde, der schaut richtig heftig aus. Ich muss mich mal ein bisschen einfahren mit dem Dingen. So, warte mal, PD-Funk. Schon weiß schon lange nicht mehr. Achso, weil ich ein Makler bin. Ich bin ein Depp. Sagt auch keiner was. Ich bin alle mal raus. Das ist gerade der Verfolgungsjagd, glaube ich. Ich glaube, die dreschen da schon Verfolgungsjagden. Ich glaube, negativ. Wo waren die? Am Strand. Nee, an der Leger. Im Brexit. Wo war der Bootsanleger? Die West Highway. Größere Bootsanleger nördliche Seite am Strand mit 60 Pflanzen. Ja, der 59 ist da. Die One würde sonst landen und euch am Boden unterstützen. Oh, das ist das, wo die. Bitte wieder. Das ist da, wo die Gangs sind. Sehr offroad. Das sind die Gangs. Warte, müssen wir zuschauen, Freunde, es geht nicht anders. Willst du? Du, also du hast ja noch eine Piste, soll ich? Alles mal. Da kommt's gleich, glaube ich, zu einer Ballerei. Oh shit. Alter Schwede.
Ruhe zu joggen. Holy shit. Alter, die haben die gerade radiert. Alter, haben die gerade radiert. Ja, die Funksprüche nicht mehr. Bitte. Funkwechsler. Die der beiden die kommen gar nicht klar. Da oben schaffe ich es am Dach stehen. Wieso gehen bei mir die Funksprüche nicht mehr? Ja, allgemein gerade keine Stimmen mehr. Aber wieso? Das ist, glaube ich, gerade der ganze Ding ist, glaube ich, gerade abgeschissen bei mir und ich weiß nicht warum. Was könnte ich dagegen machen? Jetzt Powernap mit mir übelst ankotzen. Warum versagt es genau jetzt bei mir? Hat sich da irgendwas bei mir verstellt? Output, Input, das passt alles. Wieder aus- und anstellen. Steig jetzt wieder ins Fahrzeug ein, Achtung. Victor 11 ist jetzt auch am Anschiff hier. Bist du 26 auf der Ostseite jetzt auch gleich oben? Wie ungefähr? Mexikanisch, ich habe eine Person, 209. Zwei sind eingestiegen. Statt 20 ist das Sozial. Na, sind wieder ausgestiegen, Alter. Scheinen sich irgendwie zu verbarrikadieren oder was auch immer da oben. Ja, die klauen die Offroad-Karte. Wieder drüben chillen. Wir müssen einer hoch. Frage Helmsprung, wie viele Täter sind es? Positiv. Drei, immer noch zum Fünften. Hops. Matt. Ja. Ja. Achtung, Kollege, Achtung. Haben wir Schussvergabe aus Mannschaft, oder? Ja, natürlich. Ja, ich hab doch Schussvergabe aus euch schießen. Ich hab auf Verwon geschossen, wir haben zwei down, also zwei Kollegen, die down sind. Nicht vorfahren. Wanted, Digga, der Pilot ist wanted. Gut, ich hätte glaube ich freie Schussbahn auf die. Einsteigen, wegfahren,
Ihr habt Schussfreigabe, wir haben bereits zwei Kollegen erschossen. Aber bitte passt auf, wenn ihr noch. Informativ, die ist weiter links von euch noch, wo die David-Kollegen jetzt auch. Einer ist weg. Check. Everyone ist auf dem Dach gelandet. Sitzen im Ring, wo wir. Da war's eine heftige Bollerei. Schwanz ist am Liegen, Digga. Ich hab den gefickt, Digga. Fick die. Einer, ein Kopf ist, da wo Dings ist hier. Der ist down. Ein Hitler down. Das ist doch noch einer, ne? Jungs, ich bin weg. Ist nur mehr, ja. Brauch ich noch Backup? Hitler down. Sind alle weg. Achtung, Privatheli. Ach du heilige Scheiße. Was ne heftige. Alles Hitler down. Die waren fickt einfach drüber. Es waren glaube ich drei Täter, die sind alle down. Ja, es waren drei. Ja, zwei Täter. Was macht der Privatheli da? Oder seid ihr das? Nee, ist es nicht. Scotty, I don't give a shit. Person im Privatheli nicht maskiert, nicht bewaffnet, trotzdem mal vielleicht eine Einheit hin. Doch nicht drei Täter, ich hab nur zwei Täter hier. Ah ja, da, ja. Okay, da ist noch einer. Bei uns liegt noch einer. Da habt ihr alle, oder wie? Maximal alle hoch zum Aussichtspunkt. Ich geb aber nur zu CDS. Blödeinheiten gehen mal zur Selbststation. Weg, Arsch, Alter. Verwundeten Sammelnest am Suburb beim Durango. Das haben die gemeint mit, ich gehe heute Cops bashen. Alle beteiligten Officer bitte dann ihren Status auf 1097 Crime Scene aktualisieren. Dann würde ich aber sagen, dass wir das beim nächsten Mal machen mit der Verfolgungsjagd Civic. Weil, wie man sieht, die Cops sind heute maximal, die sind da jetzt voll ich beschäftigt. Ich möchte einmal den King anhalten, bitte, wegen den Zivilisten, die hier die ganze Zeit vor Ort waren. Ich komm gleich hochgeflogen, ich bin noch bei den Pflanzen am Zerstören. Denkbar. Na? Ich würde sagen, Alter, das war jetzt ein heftiges Ende. Freunde, ich werde jetzt schon langsam ins Bett gehen, weil ich bin müde. Und morgen noch, ja, zu tun. Informativ, Seilstation ebenfalls Code 4. Ja, ich fange an, den ersten Täter zu durchsuchen, dann beginnen mit CPR. So. Ein Täter, Jerome Braun. Dann werden wir das nämlich beim nächsten Mal machen. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und im Moment ist da gerade echt. Achso, da. 6x6. Zu dem müssen wir noch. Sorry. Sozialstunden. Hallo. Oh. Hallo. Peter. Ja, ich habe aus Versehen einfach so 209 Stunden in Sozialstunden gegeben. Ja. Dabei wollte ich nur 20 geben. Wer war denn das? Der hat die Versicherungsnummer 458. Der dürfte hier irgendwo rumschwirren. Hey, what's up? Der würde die Tür vielleicht schon mal Ermittlungsakte. Locky. Locky 2. Ich glaube, mal zu wissen, haben wir jetzt erstmal weggeschickt, falls was sein sollte. Hi. Wir haben die Personalien aufgenommen. So, wie viel hast denn du Job gearbeitet? Ich bin informiert. 14 sind das jetzt. Negativ. 14 hast du jetzt schon gemacht. Genau. Okay, mach noch die 20 voll und dann trage ich dich aus bei der Datenbank. Okay. Ich danke dir und sorry für die Hubschrauber. Auch schon nicht. Ich bin viel zu warm. Danke. War irgendwer bei den Pflanzen? Die sind zerstört von King 14, gerade fertig geworden. Braucht ihr noch ein Heli oben? Check, danke. Ich bin mit der One oben.
Ja, haben wir. Wie heißt denn das nochmal schnell? Kurze Frage, die bewusstlosen Officer auf dem Berg, hat die irgendeiner vorhin geholt? Messages, Properties, Phone. Na, das war... Wie ist denn das schnell? Da gibt's eine eigene Spalte. Community Service, das ist es. Links von der Ape von freier King Einheit. Es gibt keine freier King Einheit, aber ich höre. Es soll ein kleines King, ein kleines Kind am Vertragshändler irgend so Spielzeugautos, ein Fahrradkleider verkaufen. Check, ich kaufe den so einen auf und nehme ihn dann wegen Hehlerei auf. Ding 12 ist schon dran. Also prinzipiell, ihr seht gerade einen Verunfallten am Hauptplatz. Könnte eine Einheit, die Handyempfang hat, bitte mit letztes Bescheid. Kannst du noch mal schauen, wie viel du jetzt noch hast? Zwei sollten es noch sein. King 14 kümmert sich. Ja, was wird denn jetzt anzeigt? 190 hat er. Ich weiß jetzt nicht, aber 208 oder 209 hat er gestartet. Ah, okay. X26 mit der Frage, haben wir aktuell eine freie X-Ray hier im Funk? Ansonsten keine X-Ray frei für gefangene Transporte. Ich war ja Einheit hier. Er checkt dein letztes Dispatch übernehmen, gefangenen Transport. Was kommt mal zu dem Suburban, wie willst du? Linken würde jetzt den letzten Dispatch. Wir bitte jemand den Herrn wiederbeleben. Linken von der 8 Meter Nachfrage vom FT, kann jemand eine R1 stellen? Das FT braucht eine, er hat eine Tatsache. So. Die R1 steht hier, wir haben allerdings nur noch knappe 7, 6, 5 im Schritt. Check. Wir können King Air schauen. So, kann ich auch kurz nach unten nach Palito fahren und eine R2 besetzen? Und jetzt? Ja, haben wir Black Air. Ja, ich glaube, wir sollten durch sein, ne? Habe ich gerade durchgegeben. Sind Sie durch? Ja, würde ich sagen. Dann machen wir bitte noch einen Powernap. Damit die X-Ray-Einheit den Pipsi machen kann, müsste mich hier jemand ablösen. Ich habe doch gefragt, ob du frei bist. Du bist nicht frei, also haben wir keine freie X-Ray. Wie mad. Ur-mad. Und da drüben passiert. Ja, wir sind da, wir sind da, wir machen das. Wir können weiterfahren. Oh mein Gott. An dem Kollegen, der gerade beim Unfall ist, am Hauptplatz. F in den Jet. Aber sah schwer so. Steffi, du bist gleich über. Hol dein Next von uns. Hat jemand hart reingeschissen. Ist ja egal, der Frage wurden alle Officer gefunden, die jetzt down sind. Super, hat funktioniert. Wir schauen gerade. Wir schauen gerade. Vor die Linie informativ, ich treffe mich gleich am Polito Helipad mit dem FD und fliegt dann hoch. Was ist denn jetzt passiert? Kurz vorne. Hast du eine Airwatch? Eine zeigt er mir nur an. Eine, dann mach die nochmal schnell. Perfekt. Super. Den Besen werde ich hoffentlich auch los. Müsstest du einfach nur mal X drücken nochmal. Ja. Alles klar, danke. Super, ciao. Ciao. So, meine lieben Freunde. Also, wenn euch der Livestream gefallen hat, dann würde es mich mega freuen, wenn sie hier kostenlos ein Abo dalasst auf den, auf die Glocke haut. Schaut's gern bei meinem Discord vorbei, schaut's gern bei Instagram vorbei, Links dazu sind in der Beschreibung. Lasst gerne ein Like da auf dem Stream, Dankeschön für all euren Support, sowie kostenlos als auch kostenpflichtig. Ihr seid so wie immer die allerbesten. Sorry nochmal das Superchat, also die YouTube-Einblenden heute so richtig hart am Reinscheißen waren. Oh, man muss eigentlich die Koordinaten an. Und ja, in dem Sinne, lasst gerne auch noch ein Kommentar da, Freunde. Geht's rein jetzt nach dem Stream. Schreibt's nur kurz rein, wie es euch gefallen hat. Kleines Feedback. Und bis dahin, ich freue mich wieder auf den nächsten Livestream auf euch. Wir sehen uns im nächsten Stream.
Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und tschüdelü. Danke auch nochmal, meine Mods-Kuss geht raus an euch.